Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute im Livestream mit Age of Wonders 4 und dem neuen DLC Ways of War. Wir schauen rein in den neuen DLC und gucken uns mal an, was ist Neues drin. Das machen wir ein bisschen vorab, starten dann eine kleine Partie und werden mal schauen, was denn so alles neu im DLC ist. Zusammen mit dem Chat, der hoffentlich heute sehr aktiv ist und begeistert zuguckt, werden wir uns das Spiel mal ein bisschen wieder neu zur Brust nehmen. Ich freue mich sehr darauf, weil Age of Wonders 4 sich mittlerweile bei mir zu einem, ja, mittlerweile schon fast Lieblingsspiel gemustert hat. Und gemausert, nicht gemustert. Und ich das mittlerweile auch sehr, sehr gerne spiele. Und ja, warum nicht mehr und noch mehr an Umfang für ein bereits richtig gutes Spiel? Da bin ich dabei. Gut, wir legen los. Wir gucken mal ein bisschen rein und werden dann einen neuen Durchgang starten. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns noch ganz kurz an, was man so hier in den Einstellungen Neues finden kann. Es gibt für den neuen DLC eine neue Karte. Und zwar ist das hier die Kyrata Tiefdschungelkarte. Ein gespaltenes Paradies steht hier mit dabei. Das ist eine... Hier steht um Premium-Herausforderungsreichskarte. Das ist quasi keine Geschichtskarte. Da bekommt auch kein Intro oder irgendwie so eine Geschichte wird außenrum gesponnen. Das nicht. Es ist eine ganz normale Neukarte mit neuen Eigenschaften und dementsprechend ja, einfach um schnell in ein neues Spiel zu starten, kann man die dann nutzen. Mit der werden wir heute auch spielen und werden uns hier mal ein bisschen umschauen. Ich guck mal eben, ich kann euch leider nicht sagen, was jetzt hier von diesen Sachen neu ist. Also ob hier Ränkespiel zum Beispiel neu ist. Wir können uns das ja gerne mal ein bisschen durchschauen in Ruhe, bevor wir dann die Partie starten. Das Reich war einst als friedliches Paradies bekannt. Nun werden sein Wohlstand, seine Ordnung durch Unheil und Streit bedroht. Drei Reiche konkurrieren darum, das Paradies nach ihrem eigenen Bilde neu zu erbauen. Ich glaube, dass es drei Reiche, also drei Nationen und wir dann sind, also insgesamt glaube ich vier sogar. In diesem Reich dominieren Intrigen und Schwindel. Der Vorkommenstyp Intrige tritt mit hoher Wahrscheinlichkeit im mittleren Spielverlauf auf. Ich würde mal sagen, dass das dann eher die Intrigen-Events sind, die neuen, die man hier eher dann zu sehen bekommt. Eine vielfältige Gruppe aus Herrschern erhöht die Chance des Auftretens. Dann, wir haben ein Land des Konflikts. Streitkräfte des Unheils und des Wohlstands besetzen dieses Land. Verfluchte und Wohlstandseinheiten treten hier häufiger auf. Wir haben die geschworene Rivalität. Dieses Reich ist zum Schauplatz eines gewaltsamen Konflikts zwischen drei Eidschwur-Godir geworden, die sich im Doktrinangelegenheiten uns eins sind. Xorn der Disziplinierte, Aya die Erleuchtete und Megaira die Abgebrühte. Und hier steht auch noch mit dabei, sie beginnen auf einer höheren Stufe. Ich gehe mal davon aus, auf einer höheren Stufe wie unsere Nation. Okay, und sie befinden sich alle gleich mal im Krieg. Also das wird eine sehr kriegerische Angelegenheit jetzt hier auf der Karte. Wir haben hier eine Meeresgrenze, ein von Landfläche beherrschtes Reich, das durch ein Meer in zwei Teile geteilt wird. Dieses Reich hat zwei Landmassen, genau. Und wir haben ein tropisches Reich, das wird für unseren Charakter dann auch noch wichtig, mit dem wir heute spielen werden. Das schauen wir uns dann aber später an. Also tropisches Paradies, goldener Sand, ausladende Urwälder, vereinzelte Sümpfe gibt es auch noch hier mit dabei. Gut, man sieht hier sogar, wo hier die Sachen des DLCs sind. Also das hier zum Beispiel ist DLC, Tropisches Reich ist offenbar DLC, Land des Konflikts DLC und Ränkespiel. Also sehr viel DLC schon mal in dieser Karte drin. Knusper, Dankeschön für den 12 Monat, für das volle Jahr. Vielen Dank für deine lange Unterstützung. Dankeschön, vielen Dank. So, wir wählen mal dieses Reich jetzt hier aus, weil wir mit dem dann sowieso spielen wollen. Wir spielen auf einer mittleren Karte. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil... Genau, weil hier nämlich 4 stehen muss. So. Wir spielen Schwierigkeitsgrad normal, würde ich sagen. Klassische Runden passt auch. Das ist okay. Und dann gucken wir uns mal an, was man bei den Fraktionen noch zu sehen bekommt. Es gibt zwei vorgefertigte Fraktionen, unter anderem den Woku-Ulang-Clan und die Skonyru. Und ich sehe gerade, hier gibt es ja sogar noch andere hier.
Die waren aber in der Presseversion noch nicht mit dabei, genauso wenig die hier oben. Guck dir das an. Wir spielen heute mit Woku Ulang, weil es nämlich zwei neue Typen gibt, die man hier spielen kann. Ich guck mal auf meinen schlauen Zettel, damit ich hier nichts Falsches sage. Und zwar einmal die affenartigen Typen, das sind die hier, mit denen werden wir heute spielen. Und es gibt die ogerartigen Typen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wieso hier Oger nochmal extra entsprechend hier angezeigt werden. Aber wir können ja mal auf neue Fraktion gehen. Weil es gibt eigentlich auch ja hier diese Orks noch. Ne? Also offenbar wird unterschieden zwischen Oger und Orks. Und die Oger, die sind jetzt quasi hier in diesem DLC mit dabei. Genauso wie die Affen, die jetzt hier auch gestaltet werden können. Ich kann leider die anderen jetzt aktuell nicht auswählen, weil die in diesem Reich nicht spielen können. Wir können aber mal eben kurz zurückgehen und vielleicht irgendeine andere, ich guck mal eben, eine andere Karte wählen. Genau, dann können wir uns die auch nochmal anschauen hier. Die Megaire, die abgebrühten Loderwesen, nicht zu verwechseln mit den Luderwesen. Ja, sieht auch ein bisschen böse aus. Dann haben wir hier noch Xorn, der Disziplinierte, auch ein Oger. Aha. Stoisch, stolz. Dann hier nochmal Affen. Artige Wesen. Und den kennen wir schon, genau. Also in der Presseversion war nur Woku und Skoniru vorhanden. Die anderen sind jetzt quasi noch hier mit hineingerutscht, offenbar. Sehr schön. Na gut, aber da wir ja sowieso hier auf den goldenen Waldwiesen spielen, bleibt für uns aktuell nur die Wahl dieser zwei Nationen. Wir werden jetzt trotzdem mal auf Fraktion erschaffen gehen, einfach damit wir mal sehen, was noch hier mit dabei ist. Es gibt nämlich eine neue Kultur, die man auswählen kann, und zwar den Eidschwur hier vorne. Eine Gesellschaft, die durch ein starkes Gefühl der Hingabe funktioniert und ihren Herrscher für dessen Einsatz für den gewählten Eid belohnt. Eine höhere Einberufung für die Truppenrekrutierung und eine neue Mechanik namens Hingabe, die generiert wird und die man dann quasi hier nutzen kann, um sie dann für Boni entsprechend einzusetzen. Wir klicken mal darauf, weil diese Eidschwur, diese Kultur noch unterteilt ist in drei Eide. Einmal in die Harmonie. Dein Volk folgt einem Pfad der Harmonie und strebt nach Zusammenarbeit und einer Welt ohne Gefahren. 100 Beziehungen zu freien Städten und Herrschern, man sieht es schon an der Farbe, das ist quasi der friedliche, diplomatische Weg. Wenn du eine eroberte Stadt zum Vasallen machst, beginnt sie in der Phase Vasallentum. Das ist ziemlich cool. Und nicht als Tributzahler, das heißt, du kannst die relativ schnell dann übernehmen. Einheiten der Kultur haben übereinstimmend, da gucken wir mal ganz kurz, was das hier bedeutet. Wenn die Einheit unter 60% ihrer maximalen Trefferpunkte fällt, erhält sie je nach Hingabe der Kultur einen Effekt. In dem Fall hier die Trefferpunkte. Ist schon mal nicht schlecht. Das ändert sich jetzt immer mit dem Eid, den man entsprechend wählt auch. Und du wirst stärker, je größer deine Hingabe gegenüber dem Eid der Harmonie wird. Dann gibt es noch die Rechtschaffenheit. Dein Volk folgt einem Pfad der Rechtschaffenheit und strebt danach, für das Gute und der Welt einzustehen. Erhaltene negative Einstellungen werden verdoppelt. Das hört sich sehr, sehr negativ an. Einheiten der Kultur haben Adel. Da gucken wir mal ganz kurz. Man macht je nach Hingabestufe nochmal zusätzlichen Geistschaden. Bei der Harmonie war es ja so, dass man sich geheilt hat und hier macht man zusätzlich noch den Geistschaden und man wird wieder stärker, je größer die Hingabe ist. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich das nicht interpretieren kann. Erhaltene negative Einstellung wird verdoppelt. Also offenbar darf man nicht böse sein, weil wenn man einmal böse ist, dann wird das gleich verdoppelt böse entsprechend gemacht. Tja, und dann gibt es noch Streit, mit dem spielen wir heute. Unser Äffchenvolk. Das ist streitlustig und das werden wir heute nutzen.
Dein Volk folgt einem Pfad des Streits und strebt danach, seine Stärke in den Feuern des Krieges zu schmieden. Du erhältst Konflikte gegen Herrscher mit einem besseren Gesamtrang. Also wir sind da offenbar ein bisschen eifersüchtig auf die besseren Herrscher auf der Karte. Das Zerstören von Städte und Plündern von Provinzen geht ein bisschen schneller. Wobei ich ja immer großer Fan eigentlich bin, Städte zu übernehmen und nicht zu zerstören. Das Zerstören von Städten und Plündern von Provinzen gewährt Imperiumspunkte. Dann die Einheiten der Kultur haben eine Kriegerseele. Das heißt, wir machen je nach Hingabestufe dann entsprechend mehr Feuerschaden. Und ja, wir werden stärker, je größer dann die Hingabe gegenüber dem Eid ist. Genau. Ich bin jetzt nur noch am Überlegen, ob noch irgendwas mit dabei war, was noch neu ist. Es gibt bestimmt noch ein paar so kleinere neuen Sachen, aber ich glaube, hier können wir erstmal weitermachen. Das heißt, wir spielen mit den Woku-Ulang hier vorne. Und die Woku-Ulang haben aktuell folgende Eigenschaften. Sie starten mit dem Buch der Wurzeln. Das ist noch kein neues Buch. Wir schauen uns die neuen Bücher gleich jetzt dann noch an. Aber das ist noch kein neues Buch. Aber wir können ja dann vielleicht, wenn wir dann aufsteigen, entsprechend auch noch ein neues Buch dann wählen. Buch der Wurzeln. Die Macht der Natur spezialisierte dich darauf, Feinde bewegungsunfähig zu machen und Verbündete zu heilen. Dann, wir sind affenartig. Wir sind Reittiermeister. Zusätzliche Einheiten werden hier quasi gleich zur Kavallerie ausgebildet. Wir sind Leichtphysik, das ist ein richtig guter Trade, weil unsere eigenen Einheiten dadurch die Bewegung von unseren anderen Einheiten nicht mehr blockieren. Und wir haben schnelle Reflexe, 25% schwieriger durch Fernkampf zu treffen. Hier sieht man schon den Eidschwur, ne? Wir sind auf Streit gesetzt. Wir sind fruchtbare Schwärmer. Städte benötigen weniger Nahrung, um neue Bevölkerungspunkte zu bekommen. Die volksspezifischen Einheiten der Stufe 1 haben den Rang plus 1. Die starten quasi schon ein bisschen ausgebildeter. Und Einheiten, die nicht magischen Ursprungs sind, benötigen 20% weniger Einheitenversorgung. Und dann sind wir auch noch versierte Siedler. Das Gründen von Städten kostet weniger. Und neu gegründete Städte erhalten plus 1 Bevölkerung. Ich glaube, das gilt sogar für die Startstadt. Die Ambition ist aktuell Duelland. Das heißt, wenn wir einen Herrscher im Kampf besiegen, bekommen wir 150 Ansehenspunkte. Und Duelland. Als Duelland verursachen wir gegen andere Helden 50% mehr Schaden, was unfassbar krass ist. Und wir haben nochmal Verteidigung und Widerstand. Aber dafür müsste man erstmal einen entsprechenden anderen Herrscher besiegen. Und für eine kleine Ambition müssen wir einen Helden selbst besiegen auch. Eigenhändig einen Herrscher. Okay, das ist normalerweise bei anderen ein bisschen anders. Aber wir haben hier zweimal die gleiche Ambition. Nur, dass die hier unten auch wiederholbar ist und dann dementsprechend wieder ein bisschen Ansehen liefert. Das mit den Ansehenspunkten, das können wir uns dann noch ein bisschen genauer anschauen. Aber im Grunde ist es einfach eine neue Ressource, die wir langsam aufbauen, so wie zum Beispiel der Ruf bei Crusader Kings. Und dementsprechend dann die Werte sich immer mehr erhöhen und unsere Charaktere immer besser werden. So, und das war's mit dieser Nation. Wird sein Name in einem Reich geflüstert, bereiten sich alle auf den Krieg vor. Woku-Ulang, der Apex-Vernichter, erfüllt selbst die mächtigsten Krieger mit Furcht, denn seine Klinge verfehlt nicht und sein Herz kennt keine Gnade. Nachdem er den ältesten Drachen Shokwuna in seiner Heimatwelt erschlug, begann Woku-Ulang damit, das Astralmeer zu bereisen, um dort nach würdigen Gegnern zu suchen. Die kriegstreibenden Dschungelgeborenen sind die unerbitterliche Flut, die Woku-Ulang auf die Reiche loslässt, die er betritt. Sie sind agile Kämpfer, die sich von Diane zu Liane schwingen und bringen jedem den Krieg, der ihrer raschen Ausbreitung nicht rechtzeitig entkommt. Hier liest man auch nochmal, ne, Dschungel, passend gerade auch für unsere neue Karte. Und ja, deswegen passt die Nation jetzt auch wunderbar hier rein. Ich gucke noch ganz kurz, was wir uns jetzt noch anschauen, außer den Büchern. Es gibt mit dem DLC auch neue Ereignisse. Also Story-Ereignisse, die auftreten können auf den Karten, neue Events quasi. Es gibt neue Reittiere, die man noch machen kann. Einen Drachen, einen Warg, so ein komischer Hirsch.
Es gibt für die Benutzeroberfläche nochmal Verbesserungen, neue Musikstücke, dann eben die eine Karte auch noch hier mit dazu. Genau. Und das ist alles so in diesem ersten DLC auch mit dabei. Gehen mal kurz in den... Nee, da wollte ich nicht rein. Gehen mal kurz in den... In die Enzyklopädie und schauen uns noch kurz die vier neuen Bücher an, die es hier gibt. Stufe 1, Buch der Disziplin ist neu. Kanalisiere deine innere Stärke, um deinen Angriffen mehr Kraft zu verleihen und deinen Körper zu reinigen. Ich glaube, das ist so ein Mönchsbuch, wenn ich das richtig interpretiere. Ah, hier steht ja auch Mönch. Also, wir haben hier Mantra der Reinigung, Heilung von Trefferpunkten, temporär Statuseffekt verlieren. Wir haben hier die Mönchskampfeinheit, die man hier bekommt. Wir haben eine innere Beherrschung, Status, Widerstand und Heilung im Kampf. Wir haben ein Fokusziel, eine Einheitenverzauberung. Die Einheit kann einen Angriff ausführen, der sein Ziel nicht verfehlt. Wir haben die ermächtigten Schläge, plus 1 physischer Schaden und betäubt vielleicht noch auch für 60% und das Ganze mit Materium und Ordnungsaffinität. Genau. Das zweite Buch ist schon etwas hochstufiger. Das ist Stufe 2, das Buch der Schatten. Greife aus dem Schatten an, blende deine Feinde, finde ihre Schwachstellen, um ihnen einen meisterhaften Todesstoß zu versetzen. Wir haben die Schattenklingen, die Verteidigung und Widerstand ignorieren zu 50%. Wir haben die Schatteneinheit, eine Plänkler-Einheit. Wir haben die zerfleischenden Schatten. Das ist ein Zauber, ein Schadens- und Schwächungszauber. 16 physischer Schaden, Blenden und gespaltene Verteidigung gibt es hier für den Gegner. Lebende Schatten gibt nochmal Ausweichen. Und bei Angriffen kann auch nochmal geblendet werden. Wir haben das Schattennetzwerk, gibt uns Wissenseinnahmen. Und es ist Materium und Schattenaffinität. So, und dann wird es schon ein bisschen hochstufiger, wenn ich mich nicht täusche. Ich guck mal eben, wo der Rest ist. Hier ist das Buch des Unheils. Das ist mittlerweile schon Stufe 4. Guck mal eben, habe ich hier. Ja, genau. Und Buch des Wohlstands, zu dem kommen wir gleich, ist auch Stufe 4. Also Buch des Unheils bringt Unheil über das Reich, verbrennt deine Feinde in kaltem Geisterbrand. Land entweihen. Wird zu Ruinen, gewährt Ressourcen als Belohnung sowie böse Einstellungen, als ob sie geplündert worden wäre. Ändert das Gelände zu Ödland, also ein bisschen Terraforming machen hier. Komet des Unheils mit Feuer- und Frostschaden. Kann auch noch gefroren werden. Und Geisterbrand gibt es noch oben drauf. Ritual des Unheils. Alle Verteidiger erhalten für 3 Runden Geisterbrand. Turm- und Wehrgänge werden zerstört. Verfluchte Oger gibt es auch noch, die hier erscheinen. Dann die verfluchte Rüstung für die Verteidigung. Und man kann mit Unglück und mit Geisterbrand belegen. Also wenn man angegriffen wird offenbar, kann der Angreifer diesen negativen Malus dann bekommen. Verfluchte Projektile, Feuerschaden, Frostschaden gibt es hier dazu und Geisterbrand. Und wir haben den Unheildrachen, den man noch beschwören kann. 140 Lebenspunkte hat er hier. Okay. Chaosaffinität und Schattenaffinität gibt es hier noch. Und das letzte Buch, das auch neu ist, ist das Buch des Wohlstandes. Bringt Wohlstand in dein Reich, gewährt deinen Einheiten heilende Gnade. Also wir haben hier einen großen Schutz mit Gnade, Regeneration, Verteidigung und Widerstand. Wir haben den Garten des Wohlstands für die Stadtstabilität. Für Farm- und Förstergebiete gibt es noch ein bisschen Gold und Mana. Wir haben die Stäbe der Gnade. Innere Gnade erhalten die Einheiten. Das ist was. Eine Einheit beginnt mit Gnade mit 10 temporären Trefferpunkten. Okay. Unterstützungsfähigkeiten bekommen die auch noch. Und reinigenden Regen. Werden negative Statuseffekte dann entfernt und die feindlichen Einheiten verlieren ihre positiven Statuseffekte. Gesegnete Rüstung, eine Einheitenverzauberung, auch wieder mit der Gnade und Widerstand, die man hier bekommt. Und den Wohlstandsdrachen beschwören, das ist ein schöner Name hier. Eine mythische Einheit mit starken Schutz- und Heilungsfähigkeiten, auch hier 140 Trefferpunkte.
Sehr, sehr schön. Und Ordnung und Natur ist das jetzt hier. Das sind die vier neuen Bücher. Ich bin gerade verwirrt, weil hier nochmal welche auftauchen. Ah, das sind... Oh, es gibt für Eidschwur nochmal was Separates. Seht ihr das? Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Gibt es da noch was Neues? Eidschwurharmonie. Forschung ist für Herrscher der Kultur Eidschwur verfügbar. Sie sind auf Kampf und Hingabe zu ihrer Tradition spezialisiert. Also für jeden Eid, für die Eidkultur, die man quasi gewählt hat, gibt es nochmal ein paar eigene Zauber. Jetzt ist nur die Frage, vielleicht weiß es einer von euch, wann man die bekommt. Oder sind das die Starteigenschaften gleich mal? Dieses ganze Eidsystem ist ja komplett neu jetzt hier mit dem DLC gekommen. Wir gucken mal bei Streit, was hier drin ist. Wir haben die Konterhaltung. Verbündete Einheiten in einem Umkreis von einem Feld erhalten Erstschlag. Also sie schlagen zuerst zu, wenn sie angegriffen werden. Sie bekommen einen zusätzlichen Gegenschlag und sind Meister der Verteidigung. Wir haben das fromme Strahlen. Feindliche Einheiten in einem Umkreis von einem Feld erleiden 10 Geistschaden. Und das skaliert dann auch noch mit der Hingabestufe. Und wir haben den Schwur des Streites, eine Einheitenverzauberung. Ah, und dadurch bekommen auch andere Einheiten, die nicht der Kultur angehören, auch nochmal diese Hingabe, diesen Hingabeschaden. Ja, da bin ich mal gespannt jetzt hier. Konterhaltung, frommes Strahlen, Schwur des Streites. Da schauen wir mal, ob wir die hier zu sehen bekommen oder wann man die dann entsprechend freischalten kann. Aber insgesamt gibt es quasi offiziell 4 neue Bücher jetzt hier im DLC, die man dann auch entsprechend wählen kann. So, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht. Das heißt, wir legen jetzt einfach mal los. Ich hoffe auf einen guten Start auf der Karte. Und auf dass wir hier entsprechend doch noch das ein oder andere Stündchen hier überleben werden. Sehe ich jetzt aber auch kein Problem. So, wir reisen zum Reich und drücken ganz fest die Daumen. So, wir sind auf alle Fälle gleich mal... Oh, das sieht schon mal aus, als wären wir hier irgendwo am Rand. Ein neuer Herrscher tritt hervor. Wir haben, wie gesagt, das Buch der Wurzeln. Konterhaltung, heilende Wurzel. Tatsächlich hier, die Startmagie ist das hier. Tatsächlich. Na gut, also wir können Einheiten verzaubern, damit sie gleich auch noch einen zusätzlichen Gegenschlag bekommen und den Erstschlag. Meister der Verteidigung ist... Einheit wechselt am Ende ihrer Runde immer in den Verteidigungsmodus. Okay. Und wir können auch nochmal heilen. Also sehr unterstützend dieses Wurzelbuch. Offenbar. So, jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen um, wo wir uns befinden. Wir sind hier im Westbereich. Jetzt ist die Frage, ob die Karte horizontal geteilt ist. Ich hatte eigentlich gedacht, das wird hier vertikal geteilt, aber offenbar wird es horizontal geteilt. Und wir sind hier ganz oben entsprechend direkt an der Grenze. So, und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Also hier vorne unsere 9 Einheiten. Wir haben hier natürlich unseren Speer auf einem wunderschönen Reittier. Ist das hier... Bin jetzt nicht sicher. Ich glaube, dieses Reittier kann man auch noch freischalten, wenn mich nicht alles täuscht. Also, wir haben hier den Wandersmann, der ein bisschen Bogen schießen kann, aber der wird jetzt fürs Erste ein bisschen die Erkundung anstreben. Vielleicht, dass wir erstmal nach Westen gehen und schauen, was dort zu finden ist. Und unsere Hauptarmee hier vorne mit unserem Anführer, dem Vuku, der hat aktuell den Schwurwahrer. Der kann zaubern. Reinigender Strahl. Gelübde der Reinigung und Schwur der Heilung. Wir haben hier einen Schwur, eine Schwurwache, eine Stangenwaffeneinheit. Und wir haben 2 Ehrenklingen. Das sind ganz normale Kämpfereinheiten. Dr. Crack, einen wunderschönen Nachmittag, hallo. So, dann werden wir nämlich gleich mal, würde ich sagen, hier ein bisschen ausprobieren, wie sich die Einheiten spielen, indem wir dann hier unten mal die kleinen Einheiten entfernen. Aber vorher
werden wir uns noch auf eine arkane Forschung festlegen. Verderbnisklingen, Giftpfeile oder eine neue Einheit. Die Verderbnisklingen sind Einheitenverzauberung. Wir hätten hier Kämpfer und Stangenwaffen. Also das wäre eigentlich schon mal das Erste, was ich gerne machen möchte. Die Giftpfeile dann natürlich gleich hinterher. Aber alles zu seiner Zeit. So, dann in der Stadt Selvata. Bin nur am Überlegen, ob wir die noch umbenennen oder nicht. Wir lassen mal Selvata. Müssen wir uns auf eine Produktion festlegen. Momentan 21 Produktion, 21 Einberufung und 54 Nahrung. Ich fange ja immer ganz gern mit dem Lagerhaus an. Einfach damit wir relativ schnell aufbauen können. Und als Truppen werden wir uns gleich nochmal ein paar Ehrenklingen basteln. Ich hätte gerne zwei volle Einheiten. Es ruckelt ein bisschen. Es hat gerade ein bisschen geruckelt hier. Es kann daran liegen, dass ich im Fenstermodus spiele oder... Wir hatten ja heute auch schon einen kleinen Absturz beim Start des Spiels nach dem Patch, nach dem DLC. Oder es liegt daran, dass es dass irgendwie noch nicht alles optimiert ist. Gut, hier drüben gäbe es auf alle Fälle eine neue Einheit. Wir gehen mal zu dem Dicken hier runter, verdienen uns hier unten an der kleinen Armee hier unsere ersten Sporen. So, wir machen natürlich die ersten Kämpfe immer manuell. So, gleich mal schöne Enge hier. Ich glaube, das hier ist auch eine neue Einheit hier. Dieses fliegende Dings hier. Das hier so. Ich glaube, das kann man sogar als Reittier bringen. Nagelt mich nicht darauf fest, aber ich glaube, so ist es. So, also wir sind in der nächsten Runde auf alle Fälle schon mal in Reichweite. Das heißt, wir können definitiv hier schon mal unsere Einheiten nach vorne bringen. Wobei wir hier leider nicht in der Reichweite kommen, selbst. Was hat er denn für einen Angriff? Seelenstoß, der ist jetzt nicht so dramatisch. Okay, wir warten noch eine Runde ab. Habe ich irgendetwas, das uns hier ein bisschen... Oh, wir haben hier eine Eigenschaft. Befehl. Verbündete Zieleinheit, die keine Heldeneinheit ist, erhält ihre Aktionspunkte zurück. Das ist richtig gut. Kannst du quasi zweimal voll angreifen, wenn alles gut läuft. So, kommen Sie, ein bisschen näher. Sie trauen sich auch noch nicht. Guck dir das an. Na gut, dann werden wir hier mal nach vorne laufen. Wir haben hier wieder den Sturmhieb. Das heißt, ist eigentlich ideal, dass er hier vorne stehen geblieben ist. Das heißt, wir können jetzt hier direkt gleich den größten Schaden machen mit unserer Einheit und unserem dicken, festen Schwert. Haben wir jetzt automatisch Geisterbrand verursacht? Das kann sein, ne? So, hier Stangenwaffen gegen die dicke, fette Einheit hier ist natürlich auch ganz gut. Sarangeti, Dankeschön fürs Folgen. Willkommen, hallo. So, dann... Und unsere relativ flexiblen Einheiten, die könnte man erweitern, können wir sowieso noch nicht. Wir müssen uns auf die dicke Einheit erstmal konzentrieren. Wir haben hier zwei Angriffsmöglichkeiten. Verteidigungsschlag führt einen Schlag auf die Zieleinheit aus und aktiviert den Verteidigungsmodus. Macht 26 Schaden. Das passt doch perfekt jetzt hier, oder? Ich habe leider so kleine Mikro-Ruckler jetzt hier im Spiel. Die hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, vorher noch nicht. Deswegen, naja, ich hoffe mal, dass das nur eine kleine Optimierungssache ist. Jetzt, wenn wir mit dir noch ein bisschen zaubern können. Wenn wir mit dir hier vorne noch ein bisschen zaubern könnten. 70%. 100% hier vorne sogar. Dann machen wir zumindest ein bisschen Schaden, ja.
Also Schwur der Heilung geht nicht. Wir haben hier Gelübde der Reinigung. Damit können wir negative Statuseffekte entfernen. Na gut, wir greifen einfach mal an. Die Einheit lebt immer noch, aber zumindest schon mal ein bisschen reduziert. Sollen wir noch zaubern? So, diese temporären Trefferpunkte wären halt ganz gut, wenn man wüsste, wer hier als erstes jetzt angegriffen wird. Und das hier mit der Konterhaltung, mit dem Gegenschlag, das würde uns hier schon mal helfen. Ich mach mal den Gegenschlag. Weil wir dadurch zumindest ihn gleich mal auslöschen können. Okay. Wir haben noch Einheiten, die eine Aktion ausführen können. Welche denn? Ach so, die Einheit hier unten. Ja gut. Die ist leider nicht in Reichweite. So, jetzt wird er hier angreifen. Oh, was macht er? Er flieht. Der Narr. Fernkampfangriff, ne? Oh, Gegenschlag abgebrochen. Das geht auch offenbar. Na gut. Dann würde ich sagen, du kannst ja wahrscheinlich den jetzt hier gleich vernichten. Hier vorne, jawohl. Dann wirst du das mal mit dem hier machen. Dann können wir nämlich mit unserer Einheit direkt schön nach vorne stürmen. Und werden hier den kläglichen Rest aufsammeln. Was nicht zu verachten ist, ist diese Fähigkeit mit unseren Einheiten, dass wir quasi durch unsere eigenen Einheiten durchlaufen können. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Weil das so viel Zeit spart. So, jetzt schauen wir mal hier vorne 100%. Jetzt wenn wir hier vorne, wir greifen dich mal an. Jetzt wenn wir hier vorne, wir können leider keine Aktion mehr ausführen. Müssen mal gucken, wenn wir dann noch Punkte frei haben, dass wir dann diesen Befehl zum Beispiel nochmal wählen können. Damit wir quasi einmal, damit wir zweimal angreifen können. So, das heißt, wir können jetzt zum Beispiel, okay. Kann ich leider nicht mehr demonstrieren, weil die Einheit jetzt hier gleich mal tot ist. Na gut. So, wir haben jetzt auch zwei Hingabepunkte gesammelt. Wir gucken gleich mal, wo diese Hingabe zu sehen ist. Die müsste eigentlich irgendwo hier oben auftauchen. Hier ist sie. Wir sind aktuell bei einer neutralen Hingabe. Kriegerseele plus 2 Feuerschaden haben wir aktuell auch noch. Und man sieht auch immer, durch was wir Hingabe erhalten und durch was wir Hingabe verlieren. Also wenn wir ein Bündnis eingehen, einen Waffenstillstand eingehen, Verteidigungspakt, Vasallenpakt machen oder eine Stadt verlieren, dann verlieren wir auch sehr viel Hingabe wieder. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man hier dann auch den entsprechenden Spielstil wählt, wenn man hier den Eid gewählt hat. Gut, weiter geht's. Erste Schlacht geschlagen und oh, wir können aufsteigen. Wir haben gerade noch in der Werbepause gesprochen. Es gibt einen neuen Screen zum Aufsteigen für unsere Helden. Das wurde ein bisschen angepasst und ich werde mir das jetzt mal anschauen, weil ich habe mir das selbst noch gar nicht so richtig angeguckt. Was mir hier gleich mal ein bisschen fehlt, ist die Grafik meines Helden, die ich jetzt hier irgendwo immer in der Mitte sah und dann dementsprechend gleich mal sah, wie und was der ausgerüstet hatte. Was ein bisschen schade ist, aber wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier drei Bäume hier. Sterblicher Champion, Klasse Krieger und Spezialfertigkeiten. In den Spezialfertigkeiten kann aktuell noch gar nichts ausgewählt werden. Wir können bei Sterblicher Champion, das kann man ja am Anfang mal auswählen, ne? Kann man hier entsprechend was wählen. Jetzt gucken wir mal. Defensiv
plus 1 Verteidigung und Widerstand für angrenzende verbündete Einheiten. Ist gar nicht mal schlecht, weil der Herrscher von uns eigentlich immer so ein bisschen zentral steht auch. Wir haben eine Offensivformation. Alle Einheiten in der Armee, die keine Helden sind, 10% Schaden für Angriffe von angrenzenden verbündeten Einheiten. Wir haben hier noch erfahrene Anführer für mehr Erfahrung pro Runde. Und wir haben die Wildbeuter-Ausbildung. 10 Trefferpunkte pro Runde regenerieren. Okay, wir haben einen Punkt verfügbar. Wir haben auch noch für die Klasse was. Plus 1 Verteidigung und Trefferpunkte. Und wir haben hier Nahkampfangriff erhalten, 10% Schaden und 10 Trefferpunkte. Also das hier ist offenbar, man sieht das auch, ist auch man muss sich entscheiden offenbar, Ritter oder Berserker. Und das hier bezieht sich komplett auf unsere Heldeneinheit und das hier bezieht sich dann eher auch auf unsere mitgeführte Armeeeinheiten. Ja, wir werden mal in unsere Heldeneinheit investieren, dass die gleich mal schön hier durchberserkt, oder? Passend zum Berserker. Nahkampfangriff 10% Schaden. Verteidigung braucht niemand hier. 10% mehr Schaden machen wir hier. So. Okay, wir bestätigen das mal. Ah, da ist der Bildschirm. Das ist das, was ich vermisst habe hier. Na gut, wenigstens ist es noch zu sehen. Allerdings halt mit ein bisschen, ne? Normalerweise könnte man hier drüben das Ganze immer so ein bisschen auswählen, aber jetzt hier. Na gut, Ansehensstufe zum Hochstufen 100 Ansehen. Ah, okay. Dieser Held will ein unerreichter Duellant werden. Erhebliche Ambitionen. Das sind die zwei Ambitionen, die wir am Anfang schon gesehen haben. Mehr können wir aber nicht einstellen. Da ist die Kamera gleich mal verrutscht. So, dann können wir schon unsere erste Provinz annektieren. Wir haben hier eine Goldader mit 15 Gold. Ich würde aber trotzdem auch noch ein bisschen so diese Mischung machen, also auch mit Produktion noch. 5 und 10, hier 15, 10 und 5. Wir haben hier drüben nur Steinbruch. Wir werden mal hier oben den Steinbruch bauen mit 5 Produktion und 10 Gold. So, kannst du denn noch was machen? Also wir können tatsächlich noch herumlaufen. Wir haben ein bisschen Schaden genommen. Das heißt, wenn wir uns wieder zurückbegeben hier in unsere Grenzen, werden wir noch mal etwas besser geheilt für die nächste Runde. Und dann gehen wir mal hier rüber, weil hier wartet doch bestimmt schon wieder eine kleine Einheit. Es ruckelt leider immer noch. Ich habe jetzt in der Pause mal umgestellt auf den Vollbildschirm. Also auf den exklusiven Vollbildschirm. Aber irgendwie ruckelt es immer noch. Wir werden mal so weiterspielen. Ich werde mal in der nächsten Pause dann vielleicht das Spiel nochmal neu starten. Und dann gucken wir mal, ob es dann besser wird. Bezirks Schottsteinfeger, einen wunderschönen Nachmittag. Hallo. So, unser Kundschafter hier wird weiter hier erstmal die Lage sondieren. Kann ich denn in den Einstellungen vielleicht sogar voll V-Sync ist eigentlich okay. Könnten höchstens die Qualität noch mal ein bisschen runtersetzen. Es lief ja vorher auch ohne Probleme, ne? Na gut, jetzt ruckelt es gerade nicht. Mal gucken, wie lange es hält. So, unser Charakter hier wird sich jetzt mal um die 4 hier drüben kümmern. Wie lange dauert es noch, bis unsere erste Einheit kommt? 3 Runden noch. Das dauert viel zu lange. Wir sind wieder ganz gut geheilt. Das heißt, wir wagen hier vorne eine etwas größere Schlacht, allerdings gegen kleine Gegner. Man sieht auch hier bei dieser Einleitungsanimation den kleinen Ruckler wieder. Was ist das denn hier? Lindwürmer? Was ist das denn hier?
Schlänglerjungen sind das. Also Nahkampf gibt es hier und auch einen giftigen Speichelangriff. Der hat eine Reichweite von... Ja, ganz schön weit hier. Na gut, wir warten trotzdem. Wir können ja wieder nicht... Wir sind ja trotzdem wieder nicht in Reichweite. Dann sollen sie kurz mal hier spucken. Aber die KI hält sich immer sehr zurück auch. Das, sie hätten hier eigentlich angreifen können, komischerweise. Haben sie das aber nicht gemacht. Na gut, dann stürmen wir mal nach vorne. Wir machen sehr viel Schaden, wie man hier sehen kann. Mit unserem dicken, fetten Final Fantasy Hackmesser, das wir hier aktuell tragen noch. So, einmal hier rüber. Oh, da macht man ja aber sehr wenig Schaden. Hier, guck dir das an. Mit unseren Hellebarden hier vorne machen wir wenig Schaden. 9. Ist ja nichts, meine Güte. Und diese Engen sorgen immer dafür, dass wir hier mit einer Einheit immer nicht angreifen können. Könnten, na, hier oben kann man leider nicht hineinlaufen, oder? Ah, doch, in der nächsten Runde müsste das klappen. Dass wir hier durchlaufen, hier hoch. Dann sollte das passen. So, ein bisschen Zauberei. Und wir werden wahrscheinlich erstmal wieder die Konterhaltung wählen. Es hat auch so einen schönen großen Effekt hier, dass hier so viele Einheiten davon betroffen sind. Ah, hören Sie auf, davon zu laufen! Feigling. Ah, ist sehr ärgerlich. So, jetzt hat man gesehen, wie wir selbst angegriffen haben und jetzt auch nochmal angreifen. Das heißt, wir hatten quasi zwei Angriffe. Wurden aber schon ganz schön verletzt auch hier, ne? So, wenn ich dich angreife, wir machen mal den mittleren Weg frei. Ich werde mit dem Zauberer außen leider nicht genug Schaden machen. Wir greifen hier mal an. Dann ist die mittlere Einheit weg. Dann werden wir... Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir uns erstmal auf euch konzentrieren. Dann ist die Einheit weg und dann werden wir mit unseren... Sind das Jade-Tiger? Sieht zumindest danach aus, also Jade-Figuren. Werden wir mit euch hier hochlaufen und den Angriff fortführen. Machen schon ganz schön Schaden. Sehen so klein und unnahbar aus, aber machen schon ordentlich Schaden hier. So, was wir jetzt machen ist, wir werden wahrscheinlich erstmal heilen und Regeneration auf dich wirken. Mal gucken, ob die sich jetzt wieder wegbewegen. Die müssten ja dann, dass die gar nicht angegriffen werden, ne? Von unseren Einheiten. Also, das war keine schlechte Idee. Die eine Einheit, die jetzt davon gelaufen ist, die hat jetzt keinen Schaden genommen. Hier sieht man auch einen kleinen Bug. Jetzt steht die Einheit hier oben. Na gut. So, was wir jetzt machen können ist, guck mal eben, wie die Reichweite ist. Aber es müsste reichen. Was wir machen können, ist, wir können... Jetzt ist der auch wieder tot. Ich wollte jetzt eigentlich mit unserer Heldeneinheit dafür sorgen, dass wir nochmal den Befehl ausführen, damit wir quasi mit einer Einheit zweimal angreifen können. War uns leider jetzt nicht vergönnt. Na gut, das heißt, wir werden jetzt mal
nach vorne laufen. Werden dich erledigen. Aber das müsste eigentlich reichen. Wenn wir jetzt mit der noch voll besetzten Einheit hier, mit der Dreier-Einheit, hier nach vorne laufen und angreifen, machen wir Schaden. Wenn wir dann nochmal einen Angriff machen können, weil unsere Heldeneinheit sowieso nicht hier angreifen kann, weil einfach zu weit entfernt. Aber dann müsste das eigentlich klappen, ne? Pass auf, wir machen mal unseren Hellbadenträger oder ist das eine Glyphe oder was auch immer nach vorne. Und jetzt ist die Frage, wir bräuchten eine Reichweite für den Befehl hier. Seht ihr das? Aber der ist schon ganz ordentlich. Jetzt, wenn ich hier rüber gehe. Jetzt gucken wir mal, ob das reicht. Jawohl. So, und schwupps bekommt der jetzt hier 3 volle Punkte wieder und kann hier nochmal Schaden machen. Und gerade für so Sachen wie jetzt hier zum Beispiel, ne, da er unsere Heldeneinheit nicht mehr angreifen kann, ist das halt perfekt. Weil dann bringst du ihn nach vorne und kannst aber trotzdem noch die andere Einheit zusätzlich angreifen lassen. So, wir könnten nochmal zaubern, sehe ich das richtig? Wir könnten nochmal uns stärken. Ich glaube aber nicht, dass diese kleinen Maden hier die Einheit hier angreifen. Ich hoffe mal nicht. Es ist so gemein, dass die immer weglaufen hier. Genau, er greift jetzt die an, was okay ist. Und damit müsste dein Schicksal dann besiegelt sein. Wenn wir nochmal angreifen. So, kann ich denn hier reichweitenmäßig... Oh, der ist zu weit entfernt jetzt hier. Eieiei. Er lebt nochmal einen Tag länger. So wie es aussieht. Es sei denn, wir haben 50% Glück. Wir haben offenbar Glück. Sehr gut. Die anderen Einheiten wären nicht mehr in Reichweite gewesen. So, wir bekommen einen Aasvogel als Einheit. Den nehmen wir gerne mit auf. In unsere Reihen. Das passt. Wir gucken mal. Hier ist schon ein Weg nach unten. Hier ist eine Statue. Was ist das denn? Eine prestigeträchtige Statue. Opulente Skulptur aus exotischen Materialien bereit, die Residenz eines Herrschers zu zieren und Legenden zu inspirieren. Deine Armeen dorthin zu verlegen, gewährt dir sofort etwas Imperium. Ja, wir müssten aber uns erstmal noch ein bisschen zurückziehen. Ich habe jetzt aktuell... Habe ich noch Bewegungspunkte? Nee. Ich habe keine Bewegungspunkte mehr. Wir müssen auch wieder zurück, um uns dann wieder zu heilen. Genau. Ich finde auch das Art-Design, die ganzen 3D-Objekte, die sind so geil. Es ist so liebevoll gemacht alles hier. So, der dritte Tag bricht an. Ja, vielleicht, dass wir uns doch das noch schnell holen. Wir gehen hier rein. Kontakt mit dem kriegstreibenden Friedensfurt. Eithüterin Maler Sternklinge aus der freien Stadt Friedensfurt grüßt dich mit erhobener Waffe. Verflucht sei dieser Tag, an dem ihr unser Land betretet. Okay, die ist dann nicht gut auf uns zu sprechen. Wir sind aktuell direkt im Krieg mit Friedensfurt. Was ja sowieso okay ist. Wir haben ja gesehen, dass wir hier durch Vassalisierung nur Nachteile haben. Und deswegen werden wir Friedensfurt einfach so übernehmen dann. Entweder brecht ihr euren Eid oder ich zerbreche Friedensfurt. Hört sich gut an, ne? So sieht's aus. Friedensfurt hier unten. Jetzt ist die Frage, kann ich trotzdem hier reinlaufen? Wir bekommen 89 Imperiumspunkte. Und gehen wieder zurück. Wir können aber erst in der nächsten Runde uns hier wieder entsprechend regenerieren. Elbandi, einen wunderschönen Nachmittag, hallo. So, böse Präsenz hier vorne. Um die müssen wir uns dann auch noch kümmern, um die 2. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Steht hier mit dabei, wann die dann wieder kommen? In 9 Runden. Das heißt... Wir werden kurz zurückgehen, werden uns etwas regenerieren und dann diese 2 erledigen. Damit das nicht zu groß wird alles hier.
können schon wieder eine neue Provinz annektieren, was sehr, sehr gut ist. Wir könnten hier schon mal ein bisschen ins Wasser investieren für ein bisschen Nahrung. Eine Farm hier vorne mit 15 Punkte. Also die Farm mit 15 Punkte wäre schon ganz nett, ne? Die Farm hier unten mit 15, weil wir hier die Weidefläche auch noch haben. Oder wir gehen auf den Steinbruch auch hier, dann haben wir 10 Nahrung und dafür aber nochmal 5 Produktion. Ich bin immer großer Fan, dass ich hier so Kompromisse eingehe, ne? Dass ich immer so zweiteilig fahre. Obwohl das wahrscheinlich auch, wenn man sich mal ein bisschen fokussiert, zum Beispiel hier mit der Farm, wahrscheinlich auch viele Vorteile haben kann. Komm, wir machen das heute mal so. Wir machen das heute mal so und wir müssen gar nicht mehr so weit laufen mit unserer Einheit. Sehr schön. Xalzig, einen wunderschönen Nachmittag, hallo. So, wir gucken mal rein in die Reichsentwicklung. Da ist ja momentan noch gar nichts zu sehen. Na gut. Ein Blümchen hier. Eine Silberzungenfrucht gibt es hier vorne. Okay. So, du kannst aktuell noch ein bisschen erkunden. Wir werden mal hier die Küste erkunden. War das hier? Moment mal eben. War das hier vorne? Regenbogenklee. Aber ich glaube, hier standen auch Einheiten. So, hier vorne ist noch mal was. Man sieht immer noch diese Ruckler. Seht ihr das? Bin mal sehr gespannt. Ich werde mal neu starten dann nach der Pause. Vielleicht wird das dann etwas besser. Ich fürchte aber fast, dass das jetzt vielleicht... Ich hatte in der Presseversion keine Ruckler. Also da war nichts. Nur jetzt hier in der Release-Version, komischerweise. So, ihr bleibt mal hier stehen. Wir werden versuchen, uns wieder komplett aufzufüllen. Wir sind hier vorne. In einer Runde bekommen wir die Ehrenklinge. Das wäre mir ehrlicherweise sogar lieber wie der Aasvogel. Der macht 10 Schaden. Ja, es macht mehr Sinn. Dadurch, dass wir natürlich mit unseren Kultureinheiten selbst auch noch 4 Feuerschaden machen zusätzlich. Ja, wir haben hier 10. Wir haben hier 14. Ja, doch, machen wir. Also wenn wir vollzählig sind, machen wir auf mehr Schaden. Wie der Aasvogel hier vorne. Aas fressen, verschlingt die anvisierte Leiche und heilt temporäre Trefferpunkte. Na gut, da kommt der Aasvogel mal in die. In die zweite Gruppe. So, hier vorne, das sieht auch wieder so aus wie ein. Genau. Vorne auch wieder so eine Präsenz. Ich glaube, wenn man diese Präsenzen nicht entdeckt, dann entwickeln sich die auch nicht. Zumindest war das bisher immer so. Oder sie machen sich nicht auf den Weg zu uns dann. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch erstmal so bleibt. Auch wenn wir die jetzt entdeckt haben, dass die erstmal hier drüben stehen bleiben. Sonst müssten wir die ganze Karte wieder ablaufen und bereinigen. So, ich finde so toll, wie die Einheit hier, was die für ein dickes, fettes Schwert hat hier. Das wird sich natürlich relativ bald dann auch mal ändern, wenn wir eine bessere Ausstattung bekommen. Aber dieses Startschwert sieht so episch aus. So, wir haben die Ehrenklinge produziert. Das ist gut. Das heißt, wir nehmen den Aasvogel raus und bringen die Ehrenklinge hier rein. Wir sind aktuell bei... Ja, wir warten noch eine Runde. Und dann geht's hier rüber zum verfluchten Friedhof. So, wir warten noch auf die zweite Ehrenklinge und wir können schon wieder annektieren hier. Das geht Schlag auf Schlag jetzt. Okay, wir nehmen die Kohle hier oben und die Produktion in der Mine. Schnell wir hier wachsen, das ist ja Wahnsinn. 3 Runden jetzt noch. Das ist gigantisch. So, und dieser Aasvogel, der bleibt jetzt erstmal hier stehen.
du wirst mal hier hochmarschieren. Also offenbar ist die Karte wirklich horizontal getrennt. Ich glaube, ich habe zu viel an World of Warcraft gedacht, dass da die Karte irgendwie vertikal getrennt ist. Aber es ist offenbar horizontal. So, du bleibst stehen. Wir heilen uns noch eine Runde lang. Und haben eine neue Reichsentwicklung hier unten bei Natur. Wir sind ja sehr von Natur verbunden mit unseren Äffchen hier. Ich glaube, das ist ein Weg, den ich sehr, sehr selten bisher eingeschlagen habe. Gründung oder Übernehmen von Städten dauert 2 Runden weniger. Okay. Neu gegründete oder übernommene Städte erhalten +1 Bevölkerung. Also wenn wir diese Stadt in der Nähe einnehmen würden, müssten wir auch von diesem Bonus profitieren. Deswegen wähle ich den jetzt mal aus. So, wir werden mal die Verderbnisklingen zaubern. Dauert eine Runde. Und dann können wir unsere Einheiten ein bisschen verbessern. So, in der Zwischenzeit gehen wir dann Richtung Friedhof. Aber vorher noch hier drüben gucken. Wir haben das... Was habe ich gemacht? Das Langhaus oder was wurde produziert? Das Lagerhaus wurde produziert oder gebaut. Wir bekommen ein bisschen mehr Nahrung. So, nächster Schritt. Der Schrein, Trainingshalle oder die Werkstatt. Also die Werkstatt wäre schon ganz gut mit der Produktion auch hier. Wir werden uns erstmal ein bisschen auf die geförderten Plätze konzentrieren. Ich kann aktuell vielleicht, dass wir gleich mal anfangen, ein bisschen die zweite Armee aufzubauen, soweit wir uns das leisten können. Das heißt, wir brauchen 1, 2, nochmal eine Ehrenklinge, eine Schwurwache, dann sind wir bei 4. Aber wir finden ja auch bestimmt wieder noch Einheiten dann. Wir lassen noch einen Slot frei, plus die Heldeneinheit, dann passt das. So, Neuforschung. Der Schwur des Streites. Auch wieder eine Einheitenverzauberung. Allerdings nur für unsere Kämpfereinheiten momentan. Gewährt. Ah, das ist aber nur für die anderen Einheiten. Momentan bestehen unsere Typen ja überwiegend aus der gleichen Kultur. Deswegen würde ich das noch ein bisschen weglassen. Wir haben das Rankengefängnis, ein Beschwörungszauber. Im Umkreis von 2 Feldern zufällig 5 lebendige Ranken, die 2 Runden aktiv sind. Sie verursachen keinen Schaden, können Feinde aber bewegungsunfähig machen. Ist die Frage, ob die auch angegriffen werden können. Die haben 10 Lebenspunkte. Das heißt, man könnte die auch ein bisschen als Tank nutzen. Ja, und die Wegfinderverzauberung, die kennen wir ja schon, ist für unsere Späher-Einheiten. Kann man auch noch nutzen. Ich würde aber trotzdem erst das Rankengefängnis angehen. Bornkramer, einen wunderschönen Nachmittag, hallo. Du hast effektiv erst eine Stunde versäumt. Nicht eineinhalb. Ich habe noch ein bisschen gequatscht. Wir haben noch auf den Release gewartet. Deswegen noch nicht so schlimm. So, wir haben hier urtümliche Stürmerin. Stufe 2 ist die schon. Und ein Nekromant Stufe 2. Das hört sich sehr, sehr gefährlich an. Wir probieren das einfach mal. Seht ihr diese kleinen Ruckler hier am Anfang? Das ist nicht normal. Sehr, sehr schade. Ah, oh, wird ja gleich verzaubert hier vorne. Der Nekromantenlump. Wir gucken mal, was der kann hier. Der kann einen Froststoß machen. Er kann Untote wieder erwecken. Wahrscheinlich wäre es dann erstmal sinnvoll, auf den Nekromanten zu gehen und die Untoten stärken. Und hier vorne ist eine Stürmerin. Sturmhieb und spaltender Ansturm. Heilt nochmal die Einheit. 20 Schaden pro zurückgelegten Feld.
Ist aber, glaube ich, normal, oder? Ja. Na gut, also, was hast du denn für eine Reichweite hier? Das heißt, wir können noch ein bisschen nach vorne marschieren. So. Okay, er kommt uns schon sehr weit entgegen. Ach Mann, jetzt kommt er hier doch nochmal rein hier, Mensch. Der Lump. Also wir können dich gleich mal in die... Oh, wir machen ja mega Schaden. Guckt euch das an hier. Ein Angriff, ein Sturmhieb und die Hälfte des Nekromanten ist nekromantisiert hier. Sehr gut. Das heißt, wir können... kann ich mit dir nochmal hier? Jawohl. Wir werden definitiv erstmal den Nekromanten hier ins Visier nehmen. Und wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, zwar 90% Glück haben, dann sollte unser Zauberer hier den Rest machen. Boah, ich dachte Stufe 2 ist stark hier. Pustekuchen! So. Was ich immer noch nicht so ganz erkennen kann, ist, ob ich einen flankierten Angriff hier machen kann. Ob man das irgendwo hier vorab schon erkennen kann. Weil der war jetzt offenbar nicht flankiert. Ja, wir sparen uns mal den Zauber. Er hat sich noch mal etwas geheilt. Na gut, aber das, ja. Boah, 45 mit 3 Angriffen. Also wenn du dich nicht bewegst, steht übrigens flankiert mit dabei, wenn du dich nicht bewegst und angreifst, dann machst du so viel Schaden. So, wir bekommen die Krone des Ruins. Gewährt einmal Widerstand. Magiewiderstand ist das, oder? Magieangriffe ignorieren bis zu 3 Statuswiderstand. Und wir bekommen nochmal ein bisschen Wissen. Gleich mal ausrüsten das Ganze hier, die Krone. Schade, dass man das nicht sieht. Dass man die Krone nicht auf unserem Haupt sieht. So, hier vorne sind 4 Einheiten. Jetzt ist die Frage, ist das eine Einheit, weil wir mit der gleich im Krieg sind? Ein gesegneter Drache, Unterstützungseinheit, Unterstützung, Stangenwaffen und Kämpfereinheit. Der hat die gleichen Einheiten wie ich hier aktuell. Das ist hier eine Friedensfurt-Einheit anscheinend. Die ist hier außerhalb der Stadt. Also offenbar ist Friedensfurt, hat die gleiche Kolonie wie wir derzeit. Ich glaube aber nicht, dass wir das jetzt schon hinbekommen. Können natürlich dann mal abspeichern, ne? Können mal schauen, ob das klappt. Aber vielleicht greift er uns jetzt schon direkt an. Oh, die Hingabe hat sich geändert zum ersten Mal. Von neutral zu Anhänger. Die Städte haben nochmal Stadtstabilität bekommen. Und ich glaube... Habe ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Feuerschaden bekommen? Plus 3 ist das jetzt hier. Wir hatten zuerst genau plus 2 Feuerschaden und jetzt als Anhänger plus 3. Hat uns quasi schon ein bisschen was gebracht. Wann ist die nächste Hingabestufe? Ab 70 Punkten.
dann werden wir zu einem Anbieter. Okay. So, wir sind wieder aufgestiegen. Unser Herrscher ist aufgestiegen. Wir können jetzt hier den Pfad weiterführen. Raserei. Wenn diese Einheit mit einem Angriff trifft, erhält sie einen Stapel gestärkt. 10% Schaden und ist nochmal stapelbar. Oder wir gehen auf die zweite Luft. Einfeldbewegung für eine Runde. Glitschig. Heilt sich. Ja, nee, wir nehmen natürlich die Raserei hier. Die Affenraserei. So. Dann ihr hier drüben, du bleibst erstmal hier stehen. Du kannst einfach so mal. Wir könnten dich jetzt natürlich auch schon noch lieber hier rüberbringen, weil ich nicht weiß, ob er jetzt hier angreift. Wir bringen den mal hier rüber, nur zur Sicherheit, dass wir nochmal eine zusätzliche Einheit hier stehen haben. So. Und dann wirst du hier Deckung geben. Und unser Kundschafter ist ja schon am westlichen Rand hier. Seht ihr das? Also wir sind hier schon, ja, wir sind hier schon am Westrand angekommen. Von dieser wunderschönen Karte. Na gut. So, mal gucken, ob er sich überhaupt jetzt hier bewegt oder ob er auch stehen bleibt hier. Die neugierigen Augen von Friedensfurt. Ein Mann liegt vor dir, das Gesicht von Todesangst verzerrt. Bitte, ich tue alles, bitte tötet mich nicht. Dein Gefängniswärter reißt an den Eisenfesseln des Stadtbewohners. Den habe ich beim Spionieren für Friedensfurt erwischt. Aha, aha, aha. Schockiert, aha. Der Spion bettelt. Maler Sternklinge von Friedensfurt wahrscheinlich wird meine Familie töten. Bitte, ich bin niemand. Ich wollte eurem Reich keinen Schaden zufügen. So, wir können ihn am Tor aufhängen lassen, um Friedensfurt eine Botschaft zu senden. Wir würden dadurch eine böse Tat begeben und die Beziehungen würden sich verschlechtern. Die sind sowieso schon schlecht, also das ist egal. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nur nicht, ob diese böse Tat eine Auswirkung noch hat. Wir können ihn einsetzen, um Maler Sternklinge mit vorteilhaften Informationen zu füttern. Würden sich die Beziehungen verbessern? Das wollen wir nicht. Wir können ein Lösegeld verlangen für 116 Gold. Das wäre gar nicht schlecht. Oder wir lassen ihn einfach frei, was natürlich vollkommen Quatsch ist. Also das Beleidigen hier macht keinen Sinn und die böse Tat bringt uns jetzt auch nicht wirklich was. Das heißt, das Einzige, was uns hier was bringt, ist die Kohle. Wir verkaufen ihn. So, wir können mit euch jetzt hier zurückreisen fürs Erste. Jetzt hat er hier vorne noch 4 Einheiten und hier auch 4 Einheiten. Ich glaube, dass wir zuerst ihn hier oben angreifen müssen. Weil er noch nicht sich zusammengetan hat, was schon mal ganz gut ist. Wir sind aktuell leicht verletzt. Werden mal abspeichern. Sicher ist sicher. Ihr kennt mich ja. Wir werden mal abspeichern. Wir können ja den Vogel hier mitnehmen. Spricht jetzt gar nichts dagegen, damit der auch noch ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Und mitkämpfen kann. So, wir gucken noch kurz. Wir haben eine... Oh, wir haben die Verderbnisklinge. Yes, für unsere Stangenwaffeneinheiten und für unsere 4 Kämpfereinheiten. Das sind die auf den Jade-Tigern oder Bären oder was auch immer das hier ist. Unser Vogel und dann die 2 Stangenwaffen. Wir bekommen nochmal plus 4 Verderbnisschaden. Wir verlieren 2 physischen Schaden. Und 20% gegen vergiftete und verwesene Einheiten machen wir auch noch Schaden. Also insgesamt erstmal fürs Erste nur 2 Verderbnis oder 2 zusätzlichen Schaden, den wir hier jetzt bekommen. Aber immerhin. Hm? Die Klingen färben sich grün ein. Auch sehr schön. So, das können wir dann nämlich jetzt gleich mal nutzen, indem wir dich angreifen hier vorne. Hier steht auf alle Fälle sicherer Kampf, ne? Deine Truppen überraschen eine feindliche Abordnung, die sich von Friedensfurt abgespalten hat. Ängstlich schicken sie ihren Anführer, einen gesegneten Drachen, vor, um ihre Kapitulation auszuhandeln. Das ist ja einfach hier. Unsere Eidhüterin, die Maler Sternklinge, ist eine große Statthalterin, aber eine schwache Feldherrin. Wir verlieren diesen Krieg. Die anderen Generäle sind zu stolz, um es zuzugeben. Aber jemand muss sich Maler Sternklinge entgegenstellen. Das machen wir.
So, lässt du sie gehen und handelst mit Friedensfurt einen Frieden aus? Nein, natürlich nicht. Also wir können euch angreifen. Das ist eine böse Tat. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir sind doch... Kann ich mal ganz kurz schauen. Wir sind doch mit Friedensfurt jetzt schon im Krieg. Ich weiß nicht, wieso hier steht. Erklärt Friedensfurt sofort den Krieg. So, gute Tat. Wir lassen die Einheit abziehen. Wollen wir auch nicht. Und wir können Friedensfurt überzeugen. Nee, wir greifen natürlich an. Auch wenn es jetzt eine böse Tat ist. Aber was willst du machen, ne? Die anderen beiden Entscheidungen. Ja, wir bekommen ja auch die Erfahrungspunkte. So, wir haben den gesegneten Drachen. 70 Punkte hat der hier. Seelsorger, Schwurdrache, Stangenwaffen. Okay. Wir haben ständig so Karten mit zu eng hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So, er fängt auch schon an, hier da vorne zu laufen. Jawohl. Machen Sie ruhig, machen Sie ruhig. Was kann denn der Drache alles hier? Zwei Unterstützungseinheiten, zwei Zaubereinheiten hier. Seelenstoß. Anmutiger Regen für das Heilen und Gnade. Nochmal Seelenstoß. Wir haben das heilende Gebet. Und den Segen, Glück gestärkt und Widerstand. Ja gut, das heißt... Aber wir warten nochmal ab, Leute. Wir warten nochmal ab, bis ihr hier vorne aufschlagt. Ragulzor, einen wunderschönen Nachmittag, hallo. So, wir werden uns schon mal... Wir können natürlich mit den flotten Einheiten vielleicht außen rumlaufen. Aber bis ich hier oben ankomme... Wird einiges an Zeit vergehen, aber ne, dadurch, dass wir hier nur 1, 2, wahrscheinlich so 3 Plätze haben, könnte man zumindest mit einer Einheit außen rumlaufen. So, kommen Sie, kommen Sie. Och, das, was ist denn das hier? Verurteilt hat er uns jetzt hier vorne. Verdammung war das hier. Okay, was ist das denn hier? 15 Geistschaden. Wird bis zum Ende des Kampfes mit verurteilt belegt. Minus 3 Statuswiderstand. Aha, das ist unsere Haupteinheit hier. Wir haben ja auch einen Dings, ne? Wir haben ja hier einen Zauber. Ich dachte, wir hatten einen Zauber, der hier den negativen Malus entfernt. War das hier drin? Hier, verliert ihre negativen Statuseffekte. Also theoretisch könnte man das auf die Haupteinheit hier ausführen. So, jetzt gucken wir mal. 21 Schaden, 16 Schaden. Dann werden wir mal mit euch hier oben anfangen. Und euch hier von euren Jade-Tigern herunterprügeln. Und ansonsten, ja, bringen wir euch nach vorne. Macht es Sinn, mit den Stangenwaffen hier was zu machen? 8 Schaden. 9. Ich glaube, dass wir mit denen hier an der Seite dann außen rumlaufen. Das heißt, ihr geht hier außen entlang. Ja, wobei, nee, du bist der Zauberer. Du kannst eigentlich... Wir haben ja eine 100%ige Chance sogar. Aber ich glaube, ich mache nicht so viel Schaden. Wir können uns durchaus hier positionieren. Das ist kein Problem, weil wir hier durchlaufen können. Wir werden mal mit einer Einheit hier hochlaufen. Um der KI zu signalisieren, hey, der Weg wird dir abgesperrt. Wir könnten ja hier auch noch entlang laufen. Es dauert halt noch 2 Runden, bis wir hier oben ankommen dann. So, dann die Stangenwaffeneinheit kommt hier vorne rein. Wir machen gar nicht mal so viel Schaden hier, leider. So, und du wirst dich aber trotzdem jetzt hier erstmal zentriert platzieren.
Weil wir ja noch zaubern können. Das heißt, wir... Guck mal, wir machen hier sehr wenig Schaden. Können wir denn noch irgendwie... Boah, 65. Ist halt nix. Oh, es hat aber geklappt hier. Oh, wir haben ja noch unsere fliegende Einheit. Die habe ich ja komplett vergessen. Die ist ja auch noch da. So, und jetzt gucken wir mal kurz. Zaubern, und zwar brauchen wir wieder hier die Konterhaltung hier vorne. Damit wir uns hier ein bisschen wehren können. Was hast du denn hier für Eigenschaften? Gespaltene Verteidigung hat der hier. Okay. Mal schauen, wie viel Schaden die jetzt machen. Ich fürchte, die machen sehr viel Schaden. Na, guck, da fliehen die nämlich schon jetzt wieder. Wie so oft. Oh, Fehlschlag. Sehr, sehr schön. So, hier hat er ein bisschen Schaden gemacht, aber nicht so dramatisch. Das geht noch. Alles noch im grünen Bereich. Wir wehren uns hier erstmal. Das ist gut. Zweimal sogar. So, greifen hier mit dem Erstschlag an. Jetzt nochmal Gegenschlag. Guck mal, wie viel Schaden wir hier machen, wenn wir hier schön durchsemmeln. Gut. So, wir haben hier die frommen Strahlen abbekommen. Also, dass die auch zaubern dürfen, ne? Das ist ja unverschämt. So, was wir jetzt machen ist, wir werden dich jetzt erstmal erlösen hier vorne. Dann werden wir... Guck mal eben, ob wir dich... Ich habe nur 65%ige Chance hier. Ob wir nicht doch lieber noch heilen wollen. 25 Trefferpunkte. Gucken wir erstmal, ob wir euch binden können auf der Seite. Sieht noch nicht so aus. Wir kommen hier leider nicht ganz nach oben. Schade. Oh, wir kommen aber hier in den Nahkampf. Sehr schön. So, der müsste doch eigentlich jetzt gebunden sein, dachte ich. Komischerweise ist er es nicht. Also ich habe jetzt hier Sitze fest. Ich bin in der feindlichen Kontrollzone. Aber bei ihm sehe ich diesen Malus hier nicht, komischerweise. Also er kann offenbar nur noch weglaufen. So, und jetzt können wir hier... Ich würde halt gerne noch mit einer Einheit hier hochlaufen. Also eigentlich mit der Stangenwaffeneinheit machen wir 17 Schaden. Jetzt, wenn wir das hinbekommen würden mit den 65%, Daumen drücken, lieber Chat. Es war zumindest ein Streiftreffer. Es reicht nicht ganz. Das heißt, wir können noch nicht hochlaufen jetzt, leider. Wir müssen uns um den hier kümmern. Na gut. Dann, ja, jetzt macht vielleicht schon Sinn, dass wir noch ein bisschen heilen. Vielleicht auf die Einheit hier vorne, die hat am wenigsten Punkte. So, aber in der nächsten Runde haben wir hier alle Möglichkeiten. Ach, läuft er schon wieder weg. So, Streiftreffer. Das ist schon mal ganz gut. Oh, er wurde doch angegriffen, als er sich jetzt hier aus der Kontrollzone entfernt hat. Das war schon mal ganz ordentlich. Sehr gut. Also, dann werden wir euch mal ein bisschen festhalten fürs Erste. Dann der Aasvogel. Was macht der hier mit dem Aas? Fressen? Leichen, fressen und heilen. Ah, okay. So, wir bringen dich hier ran. Vielleicht können wir nochmal hier einen... Können wir hier die Punkte regenerieren, damit er nochmal angreifen kann hier oben. Dann hältst du ihn mal in Schach. Wieso waren da jetzt 10 Heilpunkte? Habt ihr das gesehen? Jetzt durch unseren Schlag hat er 10 Punkte geheilt.
Wenn die Trefferpunkte dieser Einheit auf 60% oder weniger fallen, verursacht sie 30% Schaden. Aber das war ja jetzt nicht der Fall eigentlich. Nun gut, so, jetzt bringen wir euch mal nach vorne. Dann werden wir nämlich jetzt hier nochmal die Punkte regenerieren bei dir. Dann ist der Kollege hier oben Geschichte. Oh, wir bekommen unseren Moralbonus. Und die anderen können momentan sowieso nichts machen. Ja, vielleicht kann der Fernkämpfer noch was machen. Er hat eine Chance. Oh, doch noch eine Chance von 85% hier oben. Zumindest leichten Schaden zu machen. Boah. Kleinvieh macht auch Mist. Wir sparen uns die anderen Zauber. Ich glaube, dass wir hier in der nächsten Runde abschließen können. So, also er flieht mal wieder. Sehr weit gelaufen. Wenn wir jetzt... Ah, wir haben jetzt leider, ich glaube, 2 Runden Abklingzeit. Das heißt, ich kann... Ich kann nicht die Punkte regenerieren. Vielleicht reicht es noch. Wenn jetzt unser 100% Schaden macht, 100% Wahrscheinlichkeit. Es reicht leider nicht. Ärgerlich, ärgerlich. Na gut, wir können leider nicht vorbeilaufen. Wir können auch nicht mehr den Fernangriff machen. Er hat jetzt noch wie viele Punkte? 3. Wenn er sich jetzt wegbewegt, müsste er sterben. Ah, wieso ist er da nichts getriggert jetzt hier? Der ist geflohen. Ah, jetzt ist er hier geflohen. Ich werde wahnsinnig. Oh, aber er ist trotzdem noch gestorben offenbar. Also ist er nicht mehr entkommen. Mit seinen 3 Lebenspunkten. So, wir bekommen ein bisschen Nahrung und einen Adlerbogen. Der Adlerbogen, das wäre halt was hier, aber können wir gar nicht ausrüsten. Na gut, schade. Leider nichts für uns. Also es sah so aus, als würde er schon fliehen können, aber hat nicht geklappt. So, wir müssen jetzt auf alle Fälle wieder zurücklaufen dann. Wir werden mal die Einheiten zusammen zurücklaufen lassen, damit wir hier nicht getrennt werden. Und dann werden wir euch ein bisschen heilen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dich angreifen. Friedensfurt angreifen ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach. Aber wenn wir ein bisschen schnell sind, vielleicht klappt es noch. Wir können ja zum Beispiel... Ah, 5 Punkte. Lauter schlechte Felder hier. 5 Punkte. Oh, hier vorne wäre noch ein guter Steinbruchplatz. Oder aber auch eine Försterei. Ich glaube, wir nehmen mal die Försterei, weil wir hier für die Försterei ja auch wieder eine Unterstützung bekommen beim Bau. Randy, einen wunderschönen Nachmittag, hallo. Wir bauen hier unten eine Försterei. Dann, du bleibst hier erstmal stehen und unser Kundschafter wird hier ein bisschen nach Süden marschieren. Was ich irgendwie so gar nicht mehr so häufig habe, ist, dass ich Felder finde, die einfach nur geplündert werden können. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Feld ist, das man vielleicht plündern könnte, steht eine fremde Einheit darauf. Das war früher noch ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. So, 4 Einheiten hier in Friedensfurt. Vielleicht, dass man in Friedensfurt erstmal noch außenrum ein bisschen guckt.
ob noch andere Einheiten stehen. Ah, wir schaffen es nicht, nach Hause zu kommen. Hätte ich nur hier erweitert, Mensch. Schade. Können aber gar nicht weit laufen. Wir haben hier extra diese Jade-Tiger und können keine 5 Meter laufen. So, der Kundschafter geht mal Richtung Aussichtsturm. Tempel des Buchs gibt es hier oben. Die Ausbildung unserer Einheiten dauert auch immer sehr, sehr lange, oder? So, wir bringen euch zurück. Wir können euch ja mal hier runterbringen. Fügen euch mal hier zusammen. Und in 2 Runden müsste die Einheit wieder komplett sein. Dann können wir mal nach Friedensfurt laufen. So, wir haben eine neue Reichsentwicklung hier oben bei Chaos. Der Sieg über eine Plage gewährt dir eine Einheit auf Basis der besiegten Plage. Wir haben momentan keine Plage in der Nähe. Die eine Plage wurde ja schon vernichtet. Die nächste ist hier drüben. Deswegen würde ich hier noch ein bisschen warten, um die Punkte einzusetzen. So, wir haben die Werkstatt produziert, wir haben die Ehrenklinge produziert. Das heißt, die nächste Produktion ist Trainingshalle. Für die Einberufung wäre schon ganz gut. Wir haben 25 Einberufungen nur. Der Eidplatz schaltet sehr viel frei. Wir gehen erst in die Trainingshalle, die 2 Runden ist geschenkt. Und anschließend dann der Schrein. Und dann werden wir uns weiter entscheiden. So, ihr bleibt hier vorne stehen und heilt euch. Und du guckst mal, was hier in der Gegend so ist. Ah, da ist was, das wir plündern können. Ein bisschen Geld zumindest. Hier ist nochmal eine Plage. Keine Ahnung, was das hier wieder für ein dicker, fetter Oger ist. Lauter so dicke, fette, lila Oger. Tempel des Buchs gucken wir uns auch noch an. Und dann werden wir das mal probieren und werden mal schauen, ob wir, oh, wir können noch annektieren, ob wir mit den 2 Einheiten, mit den 1,5 Einheiten Friedensfurt einnehmen können. So, Steinbruch. Nochmal eine Försterei hier oben. 2 und 3. Wir nehmen noch die Försterei hier oben. Ich glaube, 2 Förstereien sind ganz gut, um ein Gebäude noch zu fördern. So, eine Runde noch. Wir könnten jetzt natürlich auch schon einmal hier runterlaufen. Das Problem wird aber sein, wenn ich hier rauslaufe. Ich habe fast keine Heilung dann. Ich habe dann fast keine. Wir warten jetzt doch, bis wir komplett geheilt sind. Trainingshalle wurde gebaut, das heißt, wir sind jetzt bei 30 Einberufungen. Oh, wir haben das Rankengefängnis abgeschlossen. Der nächste Schritt wird wahrscheinlich... Hab ich überhaupt Plänkler und Fernkampfeinheiten? Ich bin unschlüssig. Oh, das wäre auch noch was, ne? Fromme Strahlen, das wurde gegen uns eingesetzt. Ich glaube, wir nehmen erst noch die frommen Strahlen. Habe ich denn Plänkler-Einheiten? Stangenwaffen? Kämpfer? Ich habe keine Fernkampfeinheiten. Nee. Das heißt, diese Verbesserung würde uns noch nichts bringen. Stattdessen holen wir uns ein bisschen Kohle und eine satirische Kugel. Feuert einen magischen Blitz auf einen anvisierten Feind ab. Ah, können wir auch nicht einsetzen, oder? Wo kann man die nutzen als Waffe? Aha. Ich finde lauter Sachen, die ich nicht nutzen kann. In meinem Testdurchgang, den ich vor 2 Tagen gemacht habe, habe ich gleich eine super Ausstattung für meinen Charakter bekommen. Aber hier bleibt uns das Glück noch ein bisschen verwehrt.
Gut, dann werdet ihr euch mal noch zur Ruhe bitten. Genauso ihr hier vorne. Und in der nächsten Runde geht's Richtung Eroberung. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Oh, Friedensgesuch kommt hier. Von Maler Sternklinge. Da würde ich aber sagen, nein. Machen wir natürlich nicht. Guck, eidbrechende Tat eines Charakters. Minus 20 Hingabe würde uns das hier bringen. Deswegen machen wir das nicht. Stattdessen machen wir die Leute wütend und bekommen nochmal ein paar Hingabepunkte. So, jetzt. Wir sind wieder voll aufgerüstet. Wir marschieren hier rüber. Wir können ja trotzdem, ja, wir bleiben mal in der Nähe, ne? Er hat jetzt 4 Einheiten hier. Ich sehe hier aktuell nichts ansonsten. Ich glaube, wir müssen wieder belagern dann. Oh, wir bekommen noch eine Heldeneinheit. Wenn wir die jetzt noch nachziehen, was ist das denn hier? Wenn wir das jetzt noch nachziehen, dann hätten wir nochmal eine Einheit hier. Ein betriebsamer Statthalter für den Steinbruch und ein Schürfer. Regierte Stadt hat Goldeinnahmen von 200 oder mehr, dann gibt das auch nochmal Ansehen. Hallo Diviko. Und der spezialisierte Statthalter, der hat jetzt hier Provinzverbesserungen kosten weniger. Und ein Erkunder. Ja, wo sehe ich denn bei der, eure Kampffähigkeiten hier? Einheitwaffe, Schild, Faustwaffe, Stangenwaffe. Kugel. Oh, den könnte man hier nehmen. Wir nehmen mal den hier. Der hat auch nicht so große, dicke Augen. So abstehende Ohren. Wir nehmen mal dich hier. Für 150 Gold. So, und, oh, dann bringe ich dich nämlich in der nächsten Runde, hoffentlich, noch in diese Truppe hier rein. Das wäre natürlich gut. Kann ich dich denn noch ausrüsten? Wir gucken mal. Der müsste doch eigentlich jetzt hier diese Kugel nehmen können. Der hat aktuell einen läuternden Stab für den reinigenden Strahl. Jetzt, wenn du die Kugel bekommst, dann hast du einen Seelenblitz. Sieht ehrlicherweise aber der Seelenblitz schlechter aus irgendwie. Er hat eine Chance von 60% Reue zuzufügen. Wo er Moral verliert. Nicht wundern, die Katze schreit im Hintergrund. Michael, ich glaube, der Dings geht nicht bei mir. Der Bot aktuell auf YouTube. Oh doch, da ist er. Er braucht nur ein bisschen länger. Wie auf Twitch. Nee, dann geht er doch. Es sah so aus, als würde er sich nicht melden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also die satirische Kugel, ne, die macht 10 Schaden. Und der reinigende Strahl macht 18 Schaden. Wieso sollte ich denn die satirische Kugel, obwohl die Stufe 2 ist, nutzen? Und die entfernt auch noch die positiven Statuseffekte. Also das kommt ja noch dazu. Dann würde ich sagen, nee, du behältst deinen Stab, du bleibst hier stehen. Unser Kundschafter geht, oh, da ist nochmal ein Erkundungsturm. Geht hier runter, hier ist nochmal ein, was ist das hier? Nochmal eine Statue, die nehme ich mit. Hier ist auch nochmal eine Statue, die ist auch neu, oder? Diese Statuen kenne ich bisher noch nicht. Na gut. So, Selvata hat einen Schrein produziert. Das heißt ein bisschen mehr Mana. Eine Ehrenklinge wurde produziert. Kommt. Oh, die kann aber auch sehr weit laufen. Guck dir das an. Jetzt ist die Frage, wir müssen aber trotzdem gucken, dass wir euch zusammenfügen hier. Okay, wir werden gleich mal speichern und dann mal gucken, ob wir angreifen können. So, die nächste Produktion. Rathaus, Stufe 3. Ist gefördert, 3 Runden oder den Kornspeicher. Der Kornspeicher wäre schon ganz nett. Das Rathaus gibt uns nochmal Gold und Annexionsreichweite. Und ganz viele mögliche neue Möglichkeiten.
würde aber trotzdem lieber erst noch den Konspeicher machen. Musik ist ganz gut. Also es hat wieder leicht geruckelt jetzt. Ich bin mal gespannt im Kampf. Wir werden jetzt mal speichern. Ja, Katze, ich höre dich doch, Mensch. Ich höre dich doch die ganze Zeit. Bist im Begriff, eine Belagerung zu beginnen? Moment, nicht mit der Einheit. Ich glaube, dass es egal ist, mit welcher Einheit wir das machen. Aber ich will das immer mit der Haupteinheit machen. So, wir haben zwei Belagerungsprojekte, die wir uns gönnen könnten. Die Onaga Verteidiger bedrängen. Also das hier wäre schon mal ganz gut, ne? Dass die Verteidiger gleich mal 20 physischen Schaden bekommen für 60 Gold. Hört sich sehr gut an. Nee, das Spiel stürzt jetzt nicht ab, aber es hat immer so Mikroruckler, die ich vorher nicht hatte. Dann überstürzten Angriff brauchen wir nicht. Mauern oder Onaga. Ich glaube, wir machen einfach mal die Mauern. Die sind auch ein bisschen günstiger. So, die Belagerung dauert jetzt zwei Runden. Ja, zwei Runden. Und dann holen wir uns hier. Ach, jetzt sind ja diese blöden Wächter wieder auf der Position, Mensch. Sieht man nicht, ne? Sieht man nicht, dass hier welche stehen? Aber na gut. So ist es halt mal. Vielleicht können wir jetzt hier mit der Einheit noch nachziehen. Das wäre natürlich super. Das sieht zumindest danach aus, ja. Das heißt, wir haben jetzt 10 Einheiten. Das muss ja locker reichen jetzt. Das muss locker reichen. So, wir haben hier drüben Wellennexus. Das ist noch besetzt. Was ist denn los, Katze? Ich muss mal kurz die Katze versorgen. Ah. Er ist so groß und dick. Dann, wir könnten hier drüben auch noch die Perlenmine. Wir müssen auf alle Fälle das hier bereinigen. Ich glaube, wir können das noch nicht bereinigen, weil wir noch nicht auf Wasser uns bewegen können. Das heißt, das macht weniger Sinn. Vielleicht, dass wir erstmal hier rüber wachsen. Steinbruch. Aber es sind leider nur 5 Punkte überall. Das ist alles sehr enttäuschend. Wir würden zumindest ein bisschen Mana hier oben bekommen. Ich hätte auch gesagt, dass wir hier dann erstmal Mana machen. Und dann werden wir uns das anschauen, sobald wir hier unten das Ganze eingenommen haben. So, wir gucken mal, ob hier oben auch jemand steht. Natürlich steht hier oben auch jemand. Das heißt, es geht weiter. Hier ist nochmal so eine komische Jade-Statue. Und dann geht es Richtung Aussichtspunkt. Ja, Katze, muss ich jetzt hier so sitzen? Das ist ein bisschen unbequem. So, es gab einen Kampf oder was? Was ist los hier? Gräfin Ambrosia aus der freien Stadt Pitriff begrüßt dich mit einem Nicken. Eure Kultur fasziniert uns. Wir glauben, dass eine Zusammenarbeit von beiderseitigem Nutzen sein kann. Ja, der Punkt ist, wenn wir einen Vasallenpakt machen oder einen Verteidigungspakt oder einen Waffenstand oder Stillstand oder ein Bündnis, bekommen wir Hingabeabzug. Also wir dürfen hier eigentlich gar nichts machen, was irgendwie wahrscheinlich über Tribut hinausgeht. Wir werden mal kurz inspizieren. Wir sind dann hier aktuell neutral. Das nächste wäre dann der Kooperationspakt und dann der Loyalitätspakt. Wir machen da momentan noch gar nichts. Wir halten erst die Füße still. Das ist wo? Bei uns im Süden hier. Wir sind hier oben im Süd.
Westen. Das hat jetzt der Kundschafter anscheinend entdeckt. Wir machen da aktuell noch gar nichts. Nee. Stattdessen laufen wir hier hoch. So, wir haben den Durchbruch erreicht. Wir haben das fromme Strahlen abgeschlossen. Sehr schön. Vielleicht können wir das auch gleich im Kampf nutzen. Dann eine Kämpfereinheit könnte die Kriegerseele bekommen. Der umrankte Diener ist eine giftige, pflanzenähnliche Kreatur. Ja, die Frage ist, die ist aber jetzt nicht mehr von unserer Kultur dann wahrscheinlich, ne? Wenn wir uns die holen. Giftnadel. Ich glaube, wir machen erst noch den Wegfinder hier durch, damit unser Kundschafter noch ein bisschen was machen kann. Und dann werden wir hier abspeichern und dann werden wir hier mal den Durchbruch wagen. Das heißt, wir können angreifen. Ich sehe hier aktuell gar nichts. Befestigung, Palisadenbälle. Er hat Stufe 3, Maler Sternklinge. Ist aber okay. Und er hat nur 3 Zauberer Unterstützungseinheiten. Das sollte eigentlich klappen, Leute. So, da sieht man schon, alles putt momentan. Zweimal Glück, zweimal gestärkt, zweimal Widerstand. Boah, der wird voll gebufft jetzt hier. Wir müssen erstmal die ganzen kleinen Einheiten aus dem Spiel nehmen. Damit die sich nicht immer ständig gegenseitig buffen hier. Oh, kann aber weit laufen hier. Und gleich mal schön schießen. Ja, macht ganz gut Schaden. Ganz ordentlich Schaden. Kritischer Treffer sogar. Na gut, das heißt, wir brauchen hier vorne ein bisschen so ein Schild. Und dann werden wir hier mit euch einfach einmal hier hochlaufen. Und uns hier in Position bringen. So, der Voku ist natürlich jetzt ganz außen gelandet, was ein bisschen doof für uns ist. So, hier hoch. Ich finde das so cool, dass wir hier durchlaufen können durch die eigenen Truppen. Das ist so ein riesen Vorteil. So, wir bringen euch mal nach vorne. Ist egal, wenn die jetzt zaubern. Na, wobei, wenn alle 3 jetzt auf uns schießen, ist schwierig dann, ne? So, 65. Wir können ja auch ein bisschen zurückzaubern hier vorne. Wir haben hier den reinigenden Strahl. Oh, er leidet Schaden und ein positiver Statuseffekt wird entfernt. Der hat ja eh so viele, ne? Guckt euch mal an hier. Gestärkt, Widerstand, Glück. Also wenn da mal einer wegfällt, einer der positiven, wäre das schon mal ganz nett. Sehr gut. 4-mal gestärkten Widerstand entfernt ist sehr, sehr gut. Dann gehen wir hier rein, greifen dich an. Frage ist, ob wir... Ja, wir können noch fliegen. Das ist schon mal ganz gut. Das Problem ist, dass wir hier wahrscheinlich 1 oder 2 Einheiten verlieren. Wenn die Heldeneinheit sehr stark ist. So, du kannst leider nicht weit genug fliegen. Das ist sehr schade. Und wir können auch noch nicht zaubern. Hey Matze, einen wunderschönen Nachmittag. Hallo. Gibt's Neues in Age of Wonder Welt? Ja, dann musst du dir das Video nochmal von vorne angucken, wo ich das ein bisschen gezeigt habe. Momentan spielen wir noch jetzt mit der neuen Fraktion oder Nation. Ich bin da ja sehr voreingenommen. Oh, auch noch heilen hier, also die müssen weg hier. Ich bin da jetzt sehr voreingenommen, weil ich ja großer Age of Wonders 4 Fan bin. Guck dir das an, wie die sich gegenseitig hier hochheilen. Ihr Lumpen. Aber er hat nichts getroffen jetzt, oder? Ja, doch. Ah, er macht schon mega Schaden hier. Oh, oh, oh. Der kritische Treffer ist... Ey, wir werden die Einheit hier mal in Sicherheit bringen. Das ist es mir nicht wert, ehrlicherweise, dass ich die hier verliere. Und stattdessen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir uns hier irgendwie etwas besser positionieren. Komme ich denn hier weit genug rüber?
machen das mal auf der Seite. Dann die Flugeinheit. Die kann halt gar nichts. Die macht irgendwie 9 Schaden. 10 Schaden. Ich habe jetzt 3 Zauber. Wir haben frommes Strahlen noch für den 10 Geistschaden. Wir haben die heilenden Wurzeln für die Regeneration. Und die Konterhaltung. Aber die Konterhaltung bringt uns aktuell noch gar nichts. Wir können das so machen hier. Um zumindest 3 Einheiten zu bekommen. So. Und dann müssen wir hier von der Seite einfallen. Pillepalle, einen wunderschönen Nachmittag, hallo. Das war's schon wieder, Leute. Ich könnte noch versuchen zu zaubern, aber wir sind sehr weit weg hier. 25%, wieso habe ich denn so eine schlechte Chance hier? Meine Güte. 40% sind 100%. Naja, zumindest 5% Streiftreffer. So, kann ich denn jetzt hier mit meiner Einheit, jetzt pass mal auf, wenn ich mit meiner Einheit hier nochmal eine Einheit verstärke, wenn das möglich ist. Es reicht leider nicht vom... Ah, es reicht ja gar nicht hier. Die einzige ist die hier. Ich würde mir das aber trotzdem sparen. Weil wir hier 2 Runden Abklingzeit haben. Und dann nutze ich das lieber, wenn wir hier vor Ort sind, für einen besseren Angriff, der auch richtig sitzt dann. Ich hoffe mal, dass er die Einheit jetzt nicht angreift. Der könnte jetzt hier runterlaufen und sich die holen. Bin ich noch irgendwo hier vorne, aber weiterlaufen geht leider nicht. Mal gucken, was er macht. Ob er hier angreift oder ob er sich auf die verwundete, verletzte Einheit stürzt. Ja, halt euch doch gegenseitig. Verstärkt euch gegenseitig. Hauptsache, ihr greift uns nicht an. Soll mir das recht sein. So, unsere geflügelten... Uiuiuiui, hat er hier mit... Eieieiei. Na gut, das war nur eine kleine Einheit. Okay. Ganz schön durchgezogen hier. Meine Güte. Aber er steht jetzt richtig gut für unseren Angriff nochmal. Für das fromme Strahlen hier. Können zumindest eine Einheit wieder erledigen. Er steht eigentlich ganz schlecht. Ich dachte, ich bekomme alle 4 Einheiten. Ich bekomme leider nur maximal 2 Einheiten. Okay, wir nehmen natürlich die eine, die jetzt schon gleich tot ist. So, dann kann ich dich denn hier... Ich glaube, wir werden erstmal den Nahkampf machen. Und zwar den Nahkampf auf die Unterstützereinheiten. Und dann können wir nämlich jetzt nochmal... Jetzt wäre dann nämlich ein guter Zeitpunkt, dass unsere Heldeneinheit hier nochmal den Effekt verstärkt. 65%. Ich glaube, die 65%, die ich jetzt hier habe, hier oben, die kommen dann wirklich wahrscheinlich davon, dass die hier so gebufft sind. Widerstand. Widerstand und Glück. Na gut, wir probieren die 65. Wir hätten hier aktuell noch das Gelübde der Reinigung für negative Status. Nee. Geheilt muss auch keiner werden. Wir können direkt angreifen. Wenn auch nur mit 65%. Na gut, zumindest gestärkt entfernt. Und ein Streiftreffer. So, ich bringe euch mal nach vorne. So, und unsere Heldeneinheit, wenn die jetzt hier nochmal unterstützen kann, dann könnten wir vielleicht eine Einheit hier oben entfernen. Das müsste reichen, oder? Kann der jetzt nochmal? Es reicht natürlich wieder um einen Pixel nicht. Wer gestern Old World zugeguckt hat, oder am Sonntag war es, der weiß, wie sehr ich die Pixel hasse. Es ist immer ein Pixel übrig. Na gut, aber vielleicht können wir jetzt hier mit 65% noch was machen. Und dir mit unserer Heldeneinheit den Rest geben.
65% sind 100%. Und da fällt es ja auch schon. Sehr schön. Wir bringen dich mal in Sicherheit. Nicht, dass ihm noch irgendwie ein Zauber einfällt, um die Einheit zu erledigen. So, dich nach vorne und das war's. Ja, Katze, was machen wir denn jetzt hier? Ich bekomme ja hier Kreuzschmerzen, Mensch. Ah, da flieht sie wieder, die KI. Guck dir das an, wie sie läuft. Oh, ein Fehlschlag, sehr schön. So, zum ersten Mal, dass die Einheit selbst angreift. Komischerweise flankiert. Aha, aha, aha. Wir hätten noch einiges an Mana, also theoretisch könnte man das Ganze jetzt hier schneller beenden. Wenn wir euch zwei jetzt direkt angreifen. Ah, es passt. Dann. Zweimal Nahkampf. Es wäre noch schön, wenn wir über den Fernkampf dich erledigen können. Okay, Daumen drücken, 65%. Dann könnten wir nämlich jetzt hier mit dem Fernkampf, ah, es war leider nur ein Streiftreffer, hier vorne laufen. Ich werde trotzdem mal die Einheit hier noch binden. Und dann werden wir mit der Heldeneinheit hier, den Rest geben. Ich habe immer noch diese Mikro-Ruggler, ne? Ach, come on, jetzt, echt jetzt, Fehlschlag. Was zum Henker, stimmt der mit dir nicht? So, tja, da sind deine Buffs. Die haben sich aufgelöst, ins Nichts quasi. Meine Güte. Mal gucken, ob er wieder flieht, aber es bringt ihm wahrscheinlich nichts. Es geht ja um die Stadt. Das heißt, eine Flucht bringt gar nichts. Er flieht trotzdem, natürlich. Naja, hat lange durchgehalten. Wenn er immer davonläuft, der Feigling. So, wir greifen mal hier an. Dann hier außen. Zaubern ist aktuell nicht mehr möglich. Und ich kann dich auch so nicht mehr erreichen. Das heißt, 5%. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, 5%. Jetzt noch eine Runde hier überlebt. Wir probieren natürlich trotzdem die 5%. Oh, es war tatsächlich ein Streiftreffer. Okay, nochmal 5%. Okay, Streiftreffer hat geregelt, passt. Gut. Das war doch ganz in Ordnung. Wir haben einen Aasvogel verloren, das ist aber okay, der hat ja sowieso nicht zu uns gehört. Offiziell. Passt. Dann, wir haben die sterblichen Überreste von Mala eingesammelt. Wir können damit nur verkaufen jetzt, ne? Wir gucken uns mal an. Ein Bogen, ein Plattenpanzer, das Jadetier, Reittier hätte ich gern. Jetzt ist die Frage, wenn wir die gute Dame verkaufen, für 80 Gold, hier steht nämlich, dass wir jegliche Ausrüstung dann erhalten. Wir müssen die auch nicht rekrutieren oder so, das passt schon. Wir können sie ja noch nicht rekrutieren, weil wir nicht die entsprechenden Gebäude haben. Da würde ich mich als KI jetzt ärgern, der trifft mich mit 5% und ich treffe nicht mit 65. Also sie hat ja mit 65 nicht getroffen, aber wir haben ja die 5% eigentlich auch nicht getroffen, sondern nur ein Streiftreffer gelandet. Aber der hat halt gereicht, weil sie nicht mehr genug Punkte hatte. Na gut, also wir werden mal die Überreste verkaufen und werden uns dann mal unserem Herrscher widmen, unserem Berserker.
Wir können immer noch hier oben die Raserei, nee Quatsch, hier oben noch die zweite Luft wählen. Trefferpunkte, Nahkampf und physische Fernkampf Standardangriffe erhalten eine Basischance von 60% von gespaltener Verteidigung. Zertrümmerer. Ja gut, wir könnten hier quasi die Verteidigung ein bisschen senken und da würde ich aber ehrlicherweise lieber in die kritische Trefferchance gehen. Erinnert ihr euch noch an Old World, wo wir die kritische Trefferchance auch sehr ausgenutzt haben? Deswegen gehen wir hier mal in die scharfe Kante. Oh la la, ist da eine scharfe Kante? Sagt man das heute noch? Wir wählen den schützenden Plattenpanzer für Status plus 3. Und das Reittier habe ich aber jetzt leider nicht bekommen, oder? Wir haben noch den Bogen, den wir nicht nutzen können. Gab es nicht Reittier auch hier? Es gäbe eigentlich das Jadetier-Reittier, aber weil wir das Vernichterschwert ausgerüstet haben, können wir das Reittier nicht tragen. Das ist ja enttäuschend. Der Skillbaum ist neu, das ist korrekt, ja. Also wir haben das Reittier, aber wir haben noch die falsche Waffe. Die Frage ist wahrscheinlich, weil es so ein Großschwert ist. Deswegen. Ich finde es aber auch schon ganz gut, ne, dieses Großschwert. Das sieht schon sehr gut aus. Kann denn vielleicht Gutan das nutzen, das Pferd? Auch nicht, wegen dem läuternden... Wahrscheinlich mit der... Moment, wieso ist der Plattenpanzer noch da? Moment. Ich habe ihn natürlich wieder nicht angelegt. So. Wenn du jetzt hier die Kugel nehmen würdest, könnte man wahrscheinlich... Ach man. Könnte man den... Das Pferdchen nutzen. Aber die Kugel ist halt echt so... mies. Ich erkenne keinen Vorteil der Kugel. Im Gegensatz zum läuternden Stab. Naja, dann müssen wir doch ein bisschen warten. So, eine Stadt erwartet ihr Schicksal. Ist die so hoch gewachsen bis hier hoch? Direkt gleich hier anscheinend der Übergang Richtung Norden dann. So, wir können sie übernehmen. Ich glaube, es hat keinen Nachteil, wenn wir eine Stadt übernehmen. Wir würden halt durch das Zerstören einer Stadt 10 Punkte bekommen. Zum Vasallen ist schlecht. Ja, also man sieht schon, bei Vasallen würden wir minus 20 Hingabe bekommen. Bei Zerstören bekommen wir Geld, Imperiumspunkte, würden böse werden, aber 10 Hingabepunkte erhalten. Und wenn wir nur übernehmen, kostet uns das 200, aber wir übernehmen das. Wir übernehmen das, das hat keine Abzüge bei der Hingabe und trotzdem bekommen wir dann hier die Stadt, die wir dann auch einfach brauchen. So. Dann, was machen wir mit dir? Ihr könnt euch hier vorne erstmal ein bisschen halten. Ihr bleibt erstmal stehen hier. Wir müssen noch eine Einheit umschichten, oder? Ah ne, der Adler war hier drin. Das heißt, ihr bleibt hier sitzen. Und wir wechseln die Runde. Es ist so ein tolles Spiel. Es steht für mich annähernd auf einer Stufe mit Old World. Und das, obwohl es am Anfang bei mir gar nicht so gezündet hat. Ich habe ganz am Anfang die ersten Partien gespielt mit Age of Wonders 4 und ja, war ja ganz okay. Hat schon Spaß gemacht und so, aber irgendwie so richtig erschlossen hat sich mir das Ganze noch nicht. Und mittlerweile habe ich so viel Gefallen an dem Spiel gefunden, dass ich es fast auf die gleiche Stufe wie Old World stelle. Wir haben eine neue Reichsentwicklung hier drüben.
Farmen gewähren nochmal Nahrung. Die können wir uns locker mitnehmen. Sehr gerne. Wir haben die erste Spezialfertigkeit hier oben. Guck. Also im Grunde, ich habe das Gefühl, es ist annähernd, es ist ein bisschen anders aufgebaut, aber es wirkt auch trotzdem noch ein bisschen so wie der alte Baum. Na, der andere Baum war halt ein bisschen anders aufgebaut, hatte andere Vorteile noch. Aber gerade hier so diese Spezialisierung und so weiter, na, irgendwie, keine Ahnung. Das wirkt schon noch ein bisschen so wie die alte Sache hier. Age of Wonders ist besser als die alte Welt. Gleich mal den Matze sperren hier. Ska, einen wunderschönen Nachmittag, hallo. Nee, besser ist es nicht. Aber es annähert gleich. Es macht gleich viel Spaß. So, wir haben eine Spezialfertigkeit, die wir auswählen können. Chaos-Hingabe, kritische Trefferchance erhöht nochmal. Solange diese Einheit Armeeanführer ist, erhalten alle Einheiten in der Armee die 10%. Schaltet frei inspirierende Mörder. Diese Einheit gewährt sich selbst und ihren Verbündeten den doppelten Moralbonus, wenn sie einen Feind tötet. Und für Standardangriffe nochmal 2 Feuerschaden. Okay, Eingeweihter der Natur, Trefferpunkte. Verderbnisschaden. Ja, Tiere habe ich keine in der Armee. Und Ordnung. Gewährt Eifer. 2 Geistschaden. Ja, wir nehmen das Chaos hier. So, und wahrscheinlich kann man dann, kann ich da nochmal jetzt was wählen? Ach, da muss man sich entscheiden dann zwischen diesen Vorteilen. Ach, so funktioniert das. Das heißt, ich kann jetzt entweder wahrscheinlich inspirierender Mörder oder versengende Schläge nehmen. Ja, Moral. Nee, wir nehmen die versengenden Schläge hier. Dachte er. Vielleicht beim nächsten Mal dann. Ich konnte nichts auswählen. Ich bin unentschlossen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich... Ich habe diese Sachen noch nicht. Die sind in der gleichen Farbe wie die hier. Ich kann die erst mit dem nächsten Punkt auswählen. Was habe ich denn jetzt dann bekommen? Ah, okay. Die 10 kritische Trefferchance habe ich bekommen. Das war jetzt der Bonus. Okay. So. Wir haben den Konspeicher produziert und eine... Was war das? Eine Schurwache oder eine Schwurwache? Eine Schwurwache. Okay. Dann bringen wir die Schwurwache hier runter. Wie lange dauert das, bis das hier durch ist? Eine Runde noch. Okay. Dann können wir uns nämlich hier unten auch gleich heilen. Wir brauchen aber die Haupteinheit dann noch hier oben, weil wir das hier einnehmen müssen. Diesen Nexus oder was das ist hier. Wellnexus. Und dann müssen wir hier unten auch nochmal sauber machen. Damit hier die Einheiten mal weg sind. Was ist das denn hier oben für ein schwimmendes Ding? Ein schwimmender Riesenpinguin. So. Dann, ihr heilt euch jetzt erstmal. Was habe ich jetzt gewählt? Ach, abziehen? Nee. Und du kannst doch ein bisschen erkunden. Ja, wir werden mal ein bisschen noch nach Süden gehen. Ich habe hier eine 1. Selvata hat eine geringe Stabilität. Jetzt schon? Oh, minus 10. Das heißt, wir bekommen hier keine Stabilität. Das heißt, wir müssten vielleicht vorab noch etwas anderes bauen. Die Halle der Hingabe? Nee. Wo habe ich denn irgendetwas, das uns hier Fröhlichkeit in die Stadt bringt? Die Taverne natürlich, ne?
5 Runden. Der Kräuterladen. Ich habe nur die Taverne aktuell. Jetzt, wenn ich die Taverne, kann man dich versetzen. Wir packen mal die Taverne nach vorne, wollte er sagen. Oh, wir können die Taverne. Ach so, die Taverne kommt erst, wenn wir das Rathaus aktualisiert haben. Deswegen kann ich das nicht verschieben. Na gut. Ich hoffe, wir können das einigermaßen aushalten. So, wir nutzen mal den Weg hier unten, damit wir vielleicht ein bisschen schneller laufen können. Oh, da sehe ich schon eine gegnerische Farbe. Da würde ich ja fast sagen, ich werde hier nicht weiter erkunden. Wir werden erst noch hier oben herumlaufen. Sobald wir hier unten dann ankommen, nicht, dass da hier gleich der Krieg ausbricht hier. Das will ja niemand. Katze, ich muss dich jetzt zur Seite nehmen hier. Oh. Es ist sehr anstrengend. Der Streben nach Ackerbau. 3 Farmen errichten. Der Rat des kriegstreibenden Dschungelgeborenen hat seinen stellvertretenden Vorsitzenden mit einer Bitte zu dir geschickt. Okay. Ein Geheimbonus als Belohnung und Zufriedenheit. Also 3 Farben hört sich jetzt nicht so dramatisch an in 25 Runden. Ich glaube, dass es auch egal ist, ob wir die in der Hauptstadt dann bauen oder nicht. Mein Volk muss hungrig sein, bereit für die nächste Mahlzeit zu kämpfen. Dann würden wir den Auftrag ablehnen. Wir würden Stadtstabilität nochmal verlieren. Aber wir würden Einberufung generieren, was wiederum dadurch dann für schnellere Truppen sorgt. Hier, wir nehmen das an. Wir nehmen die Aufgabe an. So. Was ist das denn hier vorne? Ach so, das ist die Einheit hier. Ich dachte, was ist das denn für ein Kürbis? Das ist hier eine Blumenstachel. So, wir haben die Silberzungenfrüchte erhalten. Die sind hier vorne. Weil wir Friedensfurt uns erschlossen haben. Das heißt, wir bekommen einmal die Silberzungenfrucht. Schaltet Infusion frei, die wir noch nicht nutzen können. Flüsterstein gewährt einige Volkschaftstreue. Bringt uns gar nichts, weil wir den Flüsterstein eigentlich nicht einsetzen. Die Frage ist, ob man den Flüsterstein auch für irgendetwas anderes einsetzen kann, außer für Diplomatie. Ah, ungenutzte Flüstersteine können in deinen Städten die Stadtstabilität erhöhen. Ja, das ist natürlich, ne, wenn wir jetzt mal nach Selvata gucken. Wie kann ich denn den jetzt hier... Ah, Flüsterstein geben. Es hat sich noch nichts getan. Na gut, dann warten wir mal eine Runde. Wir gucken mal nach Friedensfurt. Friedensfurt aktuell bei 0 Stadtstabilität. So, erstmal gucken, was hier überhaupt ist. Guckt euch mal an, wie groß unsere Ländereien hier sind, bis hier hoch. Hier oben ist auch ein Perlenriff nochmal. Das sieht ja schon mal ganz schön ordentlich aus, wie die sich ausgebreitet haben. Also, dann könnte man ja jetzt schon mal beginnen. Ist die Frage, ob die Fischfarm auch zu der Quest dazu zählt. Ich speichere mal ab. Also. Wir konzentrieren uns mal auf den Abschluss des Events. Hier ist eine Farm mit 10 Punkten. Hier auch. Försterei, nein. Hier unten wäre Forschung. Nexus, Försterei. Fischfarm gibt auch 10 Punkte. Ich guck mal, ob das mit der Fischfarm jetzt funktioniert hier. Okay, also auch eine Fischfarm zählt als Farm. Dann machen wir das erstmal mit der Fischfarm und hier unten dann vielleicht ein bisschen die Produktion. Das ist gar nicht schlecht, dann können wir hier oben die Farmen machen und hier unten dann noch andere Dinge. Wir haben sehr viele Imperiumspunkte momentan. Wir können das Ganze noch ein bisschen fördern hier.
So, hier oben auch 10 Punkte. Da kann man nämlich hier unten, ne, hier zum Beispiel könnte man noch den Steinbruch oder die Försterei bauen. Und dann machen wir die Farm, könnte man auch hier noch machen. Bin nicht sicher, ob es einen Bonus gibt, wenn unsere Ländereien verbunden sind. Aber da man hier sowieso nichts anderes bauen kann, erschließen wir uns das hier sehr gut. So, wir sind bei minus 10 auch hier. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier die Taverne sogar, die ist gefördert, allerdings 7 Runden. Das dauert aber sehr lange. Die Frage ist, ob wir noch irgendetwas haben, das uns die Laune verbessert. Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich nur die Taverne momentan. Na gut. So, Ordnungsreichsfertigkeit, das Zerstören einer Plage oder das Erobern einer freien Stadt gewährt allen anderen freien Städten für 10 Runden 300 stapelbare Beziehung, bringt uns gar nichts, diese Beziehung. Und hier unten ist, schaltet für Einheiten die Fähigkeit zum Abtragen von Erdgelände im Untergrund frei, brauchen wir nicht. Was wir aber brauchen, ist die Seefahrt hier, ne? Die nehmen wir mit, damit wir hier auch diese Felder bereinigen können. So, wir können hier oben auch nochmal annektieren. Das heißt, wir schließen jetzt in der nächsten Runde schon die Farm ab. 10 Punkte hier oben. Dann machen wir das Fischfanggebiet. Hier oben ist noch besetzt, aber das können wir ändern, wenn wir sowieso hier sind. Ja, und das war's schon, Leute. Das Volk ist dankbar für den Reichtum. Sehr gut. Alle Städte erhalten für 6 Runden 32 Stadtstabilität. 6 Runden ist aber sehr wenig hier. Na gut, sehr viel Nahrung. Dann ändert sich nochmal die Bevölkerung. Von 4 auf 2 Runden. Oder wir holen uns Magie. Magie ist momentan bei 128. Das heißt, wir würden nochmal für 6 Runden mehr Magie bekommen. Ich würde fast sagen, dass wir die Einberufung machen. Weil wir ja noch Truppen aufbauen wollen. So, das heißt hier oben. Hier oben, wir haben jetzt zwei. Wir haben jetzt zwei Truppen. Wir haben jetzt dich noch. Das heißt, wir brauchen hier drinnen noch vielleicht zweimal Schwurwache. Ich habe noch 3 Plätze frei. Wir können jetzt hier drinnen bauen. Wieso kann ich nichts bauen aktuell? Oh, hier ist ja auch noch eine. Hier ist ja auch noch eine. Okay, dann machen wir das so, dass wir unsere Zweiteinheit erstmal nach Hause bringen. Und die hier oben dann sauber macht. Und die Haupteinheit macht hier unten sauber. Aber wieso kann ich denn hier nichts bauen aktuell? Kohle ist da. Jetzt geht's. Eine Ehrenklinge und eine Schwurwache. 6 Runden. Hier unten. Ah, hier unten könnte man jetzt auch noch von der anderen Kultur wahrscheinlich bauen. Es sind aber eigentlich die gleichen Kultur. Oder naja, es ist nicht die gleiche Kultur wahrscheinlich. Es ist halt nur der gleiche Typ Einheit. Ein Siegelträger, eine Kampfmagier-Einheit. Oh. 0 Runden. Moment, die nehme ich natürlich gerne mit hier. Siegelblitz und Feuersiegel. 35 Schaden. What? Okay, dann macht es mehr Sinn.
Ach, ich habe hier schon gebaut. Ah, deswegen. Ich dachte, da passiert nichts. Stattdessen hatten wir so viel Punkte, dass wir die automatisch gleich gebaut haben. Jetzt habe ich hier natürlich nochmal zweimal diese Schwurwache hier oben. Oh, ja, einmal zu viel jetzt. Na gut, das heißt, wir bringen hier eine Einheit raus und nehmen den Magier hier auf. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, ob die gut zaubern kann. Dann habe ich jetzt hier so zwei so Magier, zwei Angreifer, unsere Einheit, unsere Heldeneinheit und dann noch die Schwurwache. Das sollte schon mal eine gute Kombination sein. Und dann habe ich hier vier. Na gut, dann werden wir hier oben noch eine stehen lassen. Kannst du schon sagen, ob sich der DLC lohnt? Also wenn du mehr, ich sag mal, vom Gleichen haben willst, dann ja. Na, weil dadurch, du bekommst eine neue Karte, du bekommst neue Nationen, du bekommst, oder Archetypen, du bekommst nochmal eine neue Kultur. Wenn du aber eh noch vielleicht in der bestehenden Kombination deines Spieles, wenn du da eh noch sehr viel zu spielen hast, dann würde ich mir das schon nochmal überlegen. Der DLC, glaube ich, kostet allein jetzt um die 15 Euro, es sei denn, du kaufst es über meinen aktuellen Partner Games Planet, dann gibt es einen kleinen Rabatt. Den Code dazu gibt es unter dem Video, unter dem Twitch-Video. Da gibt es ein bisschen Rabatt dafür. Aber dann sind es immer noch so um die 13 Euro. Und es gibt halt noch ein paar Bücher, noch neue Bücher, vier neue Bücher dazu und so weiter. Es ist halt eher so ein kleinerer DLC, finde ich jetzt zumindest. Und das muss es einem schon wert sein. Wenn man gerne Age of Wonders 4 spielt und gerne wieder was Neues sieht, weil man sich schon satt gespielt hat an dem Bestehenden, dann kann das durchaus sich lohnen. Ja, wenn du natürlich noch sehr viel anderes Zeug zu erkunden hast, dann würde ich mir das nochmal überlegen, vielleicht auf einen Sale warten oder meinen Games Planet Partnerlink nutzen. Hashtag Werbung. So, wir haben produziert, jawohl. Wir haben keinen Statthalter hier drinnen. Das heißt, der Gotan kann hier rein. Dann der Erkunder geht jetzt eher wieder hier nach Norden. Und ihr könnt euch zumindest eine Einheit hier noch zusammentun. Und eine Einheit bleibt erstmal hier stehen. Jetzt ist die Frage, ob wir noch weiter Truppen ausbauen oder ob wir warten, bis wir quasi neue Truppentypen bekommen. Normalerweise müssten wir hier oben über den Rathausplatz müssten wir eigentlich nochmal Verbesserungen, ja, wir gucken mal, müssen wir für bessere Einheiten was bekommen. So, wir bringen euch jetzt zusammen. Damit ist die Armee wieder zusammengesetzt. Seid gegrüßt. Wer bist du denn? Aya empfängt uns hier. Wie empfängst du die ewige Weiserin Aya, die erleuchtete? Also wir haben jetzt doch diese Nation nicht umgehen können. Willkommensgeschenk bekommt die natürlich nicht von mir. Drohgebärde. Verhandlungsstart. Wir machen natürlich eine Drohgebärde. Was ist das denn? So. Wir sind ja auf einer Karte, auf der jeder gegen jeden kämpft, laut der Kartengeschichte. Wir sind hier keine Ausnahme. Also die gute Dame hat uns hier anscheinend doch entdeckt. Und deswegen, ist das eine Dame? Ich habe keine Ahnung. Schwer zu erkennen, ja. Na gut. So, du bleibst jetzt erstmal hier oben stehen und bewachst die Stadt. Und die sechs Einheiten werden sich noch fertig heilen. Und die Einheiten hier unten sind eigentlich schon durch. Das heißt, wir könnten hier noch ein bisschen sauber machen. Zumindest in unseren Gebieten hier unten. Also das hier oben könnte man schon mal wegmachen. Und den Kundschafter schicken wir jetzt einmal komplett in den Osten. Auf dass er noch große Reichtümer finden möchte.
So, wir haben den Eidplatz jetzt produziert. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben jetzt hier auch den Siegelträger mit dabei. Und ansonsten hat sich hier aber nichts getan. Späheinheit. Ah, wir haben hier die Schwurwache 2. Ah. Hatten wir die hier unten auch? Habe ich wieder die Billigeinheit gebaut jetzt. Spurware tatsächlich. Da habe ich ja wieder die Billigeinheit gebaut hier, meine Güte. Die zu Fuß gehen muss. Na gut. So, wir marschieren mal hier rein. Wir gehen von Bord, werden uns mal um die hier oben kümmern. Ihr bleibt hier vorne stehen am Rande und wartet noch eine Runde. So, wir können unseren Kundschafter noch ein bisschen verzaubern. Und wir können eine neue Provinz annektieren. Wir haben ja jetzt die Quest schon abgeschlossen. Das heißt, das nächste ist... Ja, ich glaube, also Nahrung ist momentan nicht das Problem. Bei uns ist eher die Einberufung und die Produktion das große Problem. Wir könnten mal hier runtergehen, damit wir hier den Forschungsposten noch bekommen. Oder den Nexus. Wenn wir den Forschungsposten uns holen, bekommen wir Wissen. Und wenn wir den Mana-Knoten reinigen, bekommen wir auch noch mal ein bisschen Mana. Mana ist ja ganz locker sitzt das momentan, deswegen nehmen wir den Forschungsposten hier mit. So, ihr seid fast geheilt. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier runter, damit wir das gleich mal in Anspruch nehmen können. In der nächsten Runde. So, wir können auch hier unten noch mal was aufbauen. Auch hier wäre wahrscheinlich eher Produktion ganz gut. 10 Punkte. Ah, hier ist auch nochmal. Guck dir das an. Hier wäre sogar eine Berufung noch mit dabei wegen der Silberzungenfrüchte. Okay, dann nehmen wir natürlich das hier. Und es ist gar nicht blockiert auch. Das heißt, ich habe jetzt zweimal diese komischen Dinger. Oder gilt das trotzdem nur einmal? Ne, ich habe zweimal hier. Allerdings hier oben für den Sammeleffekt gilt es nur einmal quasi. Ne? Es fehlt uns noch die Eilbeere und der Regenbogenklee. Na gut. Aber ob das jetzt doppelt so gut wirkt, weil wir jetzt zwei Früchte haben, oder ob der Bonus trotzdem nur einmal wirkt. So, Wegfinder, Verzauberung durch. Oh, wir können ein neues Buch wählen. Dann können wir ja zum Abschluss vielleicht hier uns noch das eine Buch holen, das neue. Das müsste ja Stufe 1 sein. Das war, Moment. Das hieß Buch der Disziplin. Es ist halt ein Mönchsbuch. Das halt so gar nicht zu uns irgendwie passt. Oder können Affen Mönchskämpfe durchführen. Fokusziel. Ermächtigte Schläge. Das ist halt schon ziemlich geil, ne? Dass du dann die Einheiten auch betäubst. 60%, dass du betäuben kannst. Also das ist schon ganz cool eigentlich. Na komm, ich wähle das mal jetzt hier. Das Buch der Disziplin. True Strength resides in self-discipline. Mastering oneself. Dann wählen wir das gleich mal. So, das werden wir zwar heute nicht mehr sehen. Mach mal hier den automatischen Kampf. Was ist das hier? Krakenbrut. Es ist so gut. Es ist so gut, was wir hier... Was es hier so an allen an Einheiten gibt. Das ist so fein. Ich lieb's. So viele unterschiedliche, seltsame Einheiten, die es gibt. So, wir können dich immer noch zurückbewegen, okay.
Das heißt, du gehst mal hier raus, dann kümmern wir uns noch um dich hier. Na gut, und dann sehen wir hier schon die weiteren Grenzen hier. Na gut, wir kommen mal zu einem kleinen Fazit. Auch wenn ich schon ein bisschen vorweggenommen habe durch die Anfrage von Xalsik. Ich habe immer noch diese Mikroruckler drin und ich hoffe mal, dass die dann entsprechend wieder ausgebessert werden über die nächsten Patches, weil ich die in der Presseversion nicht hatte und jetzt hier aber in der Release-Version schon. Es gab ja auch einen Patch noch, der hier quasi veröffentlicht wurde. Wenn ihr den DLC euch nicht kauft, dann bekommt ihr natürlich trotzdem den kostenlosen Patch. Und ja, ob ihr den DLC jetzt kaufen wollt oder nicht, das müsst ihr natürlich dann selbst entscheiden. Wie gesagt, wenn ihr schon sehr viel gespielt habt und jetzt Bock habt auf diese neuen Bücher, auf diese neuen Rassen, auf diese neue Kultureigenschaft der Eidmechanik und noch ein paar so kleine Verbesserungen wie Musik und so weiter, ne, das so nebenbei ein bisschen mitläuft, dann kann man das gut und gerne machen. Ich finde aber trotzdem 15 Euro für den DLC ist schon happig. Also vielleicht auch hier dann mal auf einen Sale warten und mal ein bisschen günstiger einkaufen. Es sei denn, ihr könnt es gar nicht erwarten. Und dann könnt ihr natürlich gleich zuschlagen und das hier in Anspruch nehmen. Aber es gibt ja auch in der Basisversion des Spiels und mit den anderen mittlerweile schon erschienenen DLCs auch sehr viele Möglichkeiten, das Spiel wiederholt sehr, sehr lang und häufig und oft zu spielen. Deswegen eine eingeschränkte Empfehlung von mir. Wenn man sehr großer Fan ist des Spiels, dann kann man sich den DLC gerne jetzt gleich sofort kaufen. Ansonsten würde ich euch raten, einfach mal ein bisschen noch zu warten und auf einen günstigeren Preis zu gucken. Nichtsdestotrotz, der Inhalt ist toll, kann man jetzt nicht meckern und erweitert das Spiel einfach nochmal schön, das jetzt ohnehin ja eh schon sehr groß ist, aber ne, es kann eigentlich nicht groß genug sein. So ist dann auch für jeden was mit dabei. Gut, von den YouTube-Zuschauern, die das jetzt hier als VOD gucken, verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Daumen nach oben dalassen und einen Kommentar unter dem Video. Das würde dem Kanal auch nochmal ein bisschen helfen. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal, guckt gerne mal auch auf Twitch vorbei. Gerne auch auf dem Discord. Und ja, zeigt euch mal. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann in einem der nächsten Angespielt-Videos wieder, wenn ihr denn mögt. Macht's gut und bis dahin.